Kurt Hahn, sein engster Berater und Vertrauter, bringt Neuigkeiten von der Lage in der Reichshauptstadt. Wie schön, Sie wiederzusehen. Womit kann ich dir denn eine Freude machen, mein bester Tee? Oh, bitte. Besten Dank, mein Lieber. Hoheit, es ist Zeit für den entscheidenden Schritt. In Berlin brodelt es. Die Regierung unter dem jetzigen Kanzler steht kurz vor dem Aus. Das Parlament scharrt schon mit den Hufen. Wir müssen jetzt zur Tat schreiten. Wie immer vor lauter Tatendrang nicht zu bremsen, mein treuer Freund. Schreiben Sie dem Kaiser. Legen Sie ihm unsere Pläne vor. Machen Sie ihm deutlich, dass er Sie jetzt braucht, weil er sonst verloren ist. Und erzählen Sie ihm von Ebert und seiner Einstellung zur Monarchie. Natürlich stehe ich bereit, wenn man mich ruft, aber ich kann mich selbst nicht anbieten. Das ist gegen den Command. Was ist, wenn ich scheitere in der... Das neue Palais in Potsdam, Wohnsitz der deutschen Kaiserfamilie. Es ist der 9. November 1918. Die Revolution erreicht das kaiserliche Schloss. In Berlin ist der Aufruhr schon in vollem Gange. Die Menschen auf den Straßen feiern den Sturz der Monarchie. Während sich Kaiser Wilhelm im großen Hauptquartier befindet, ist seine Frau, Kaiserin Auguste Victoria, den Revolutionstruppen schutzlos ausgeliefert. Bis zuletzt hat sie für den Erhalt ihres Herrscherhauses gekämpft. Sie wünschen. Mehr als 4 Jahre schon tobt der Erste Weltkrieg mit Millionen Opfern an allen Fronten. Kaiser Wilhelm II. Glaubt bis zuletzt an einen Sieg. Obwohl die Übermacht der Gegner Deutschlands immer stärker wird. Er weiß, dass der Ausgang des Krieges auch über sein Schicksal entscheiden wird. Denn im Volk rumort es. Das Parlament fordert mehr Macht. Der Führer der stärksten Partei im Reichstag, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert, kämpft für eine Berlin. Ich muss mir und meiner Gesundheit eine weitere Katastrophe dieser Art unbedingt verbieten. Nein, mein lieber Hahn, ich brauche mehr Sicherheit. Es gibt nur einen Mann in diesem Land, der die Nation noch aufrütteln kann zur Abwehr der tödlichen Gefahr, die Deutschland droht. Das wissen Sie doch. Sie spüren es. Sie sind dazu bestimmt, als der führende Mann aufzutreten, den das Volk in der Stunde der Not herbeisehnt. Sie könnten ein Deutschland formen, das sich wieder seiner selbst besinnt, das seine Werte und Tugenden leuchten lässt in die ganze Welt. Ein Reich, dem der Kaiser endlich wieder als strahlendes Vorbild vorangeht, werden Sie sein Vertrauensmann. Heiligung an der Regierung. Ein Spiel mit dem Feuer. Ein Prinz, der als Offizier an der Front keine gute Figur machte, schwingt sich auf, Retter Deutschlands zu werden. Max von Baden, ein ungeliebter Vetter des Kaisers. Im Herbst 1918 spitzt sich die... Und zeigen Sie unserem Volk, nein, der ganzen Welt, welch heilende Macht deutscher Geist und deutsches Wesen besitzen. Wer... Wenn nicht Sie, mein geliebter Prinz, soll das erreichen können. Die militärische Lage zu. Die letzte große Offensive im Westen, die sogenannte Kaiserschlacht, ist gescheitert. Die oberste Heeresleitung, Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, haben bislang nur auf Sieg gesetzt. Erst jetzt klären sie ihren Oberbefehlshaber über die wahre Situation an der Front auf.
einer geschlagenen Armee bleibe ich nicht. Majestät! Und wie sollen wir diesen katastrophalen Rückschlag jetzt dem Volk erklären, nach all dem, was wir ihm versprochen haben, mein Herr? Frechheit! Weg hier! Los! Abfahrt! Sie haben recht. Ich muss endlich aufhören, nur an mich zu denken. Ja. Ich werde an allerhöchster Stelle eine Regierung der nationalen Verteidigung in Vorschlag bringen. Mensch, Berg! Was für eine grauenvolle Situation mich dieser Ludendorff reingeritten hat. Es ist unmöglich, sowas. Ludendorff, dieser Hasardeur. Ich kann diese Feldwebelfresse nicht mehr sehen. Verzeihung, Majestät, befehlen Abreise nach Potsdam. Nein, nach Kassel. Papier und Tinte, bitte. Ich schreibe an den Kaiser. Und an Ludendorff. Und dann, mein lieber Prinz, müssen wir uns auf den Weg nach Berlin machen. Seien Sie versichert, Hahn, ich werde nicht versagen und Sie helfen mir dabei. Es geht um die Kanzlerschaft und die Suche nach Verbündeten. Kurt Hahn arrangiert ein Geheimtreffen zwischen Prinz Max und Arbeiterführer Friedrich Ebert. Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich darüber bin, dass Sie sich zu einem solchen Treffen bereit erklärt haben, lieber Herr Ebert. Die Sozialdemokraten lassen das Vaterland nicht im Stich, das wissen meine Frau. Benachrichtigen Sie sie, dass ich morgen früh da bin. Nach Kassel! Wissen Sie doch, Herr Hahn, in dieser Krise ist jede Lösung in Betracht zu ziehen, die sich bietet. Es könnte sogar die Lösung sein für uns alle. Rettung und Neubeginn in einem. Sie können sich sicher vorstellen, dass ein Prinz und Thronfolger des Hauses Baden sich nicht jeden Tag mit einem Sozialisten und Arbeiterführer... Dieses Treffen absolut geheim bleibt, darauf muss ich mich verlassen können. Selbstverständlich, Herr Ebert. Das ist ganz in unserem Sinne. Mit das Licht geführt haben Sie mich. Belogen. Unsere genialen Feldherren. Ach, Donner. Nummer. Was gibt's denn? Ludendorff will an der Westfront für nichts mehr garantieren. Vielleicht sollten wir erst einmal frühstücken. Ich bin müde, ich habe Rückenschmerzen und mir brummt der Schädel. Ein Bad für den Kaiser. Herr Ebert, ich bin froh, dass Sie sich hierhin bemüht haben. Ich fühle mich geehrt, dass Sie mich rufen ließen, Wright. Gehen wir ein Stück. Leider stellt ja die wachsende Unruhe im Innern aus meiner Sicht eine ähnlich große Gefahr dar wie unsere Feinde an der Front. Wenn wir da nicht entschieden gegensteuern, stehen wir über kurz oder lang vor revolutionären Erschütterungen. Eine Revolution würde unser Volk in Chaos und letztendlich... Sie haben mir die ganze Zeit die Wahrheit verschwiegen. Donner, wie stehe ich denn jetzt da? Als oberster Kriegsherr? Das Volk wird doch mir die Schuld geben. Am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Wilhelm. In den Untergang stürzen. Sie wissen so gut wie ich, was in Russland los ist. Aber natürlich muss das Volk so schnell als möglich politisch teilhaben. Nur das kann den Aufstand der Massen verhüten.
Nun, Prinz Max könnte sich eine Beteiligung Ihrer Partei an einer zukünftigen Regierung durchaus vorstellen. Du bist der Kaiser. Das Volk glaubt an dich. Aber immer muss ich die Verantwortung tragen. Glaub mir, Donna. Ich habe mich mein ganzes Leben verbiegen müssen. Aber irgendwann hat doch der Kaiser keine Kraft. Ich will das nicht. In seiner Residenz am Bodensee erwartet in diesen Tagen der Vetter des Kaisers, Prinz Max von Baden, Besuch aus Berlin. Hahn. Kurt Hahn, sein engster Berater und Vertrauter, bringt Neuigkeiten von der Lage in der Reichshauptstadt. Einer Regierung unter meiner Führung natürlich, lieber Herr Ebert. Nur volksnaher als die jetzige. In einem Punkt muss allerdings Klarheit sein. Mit mir als Reichskanzler bleiben Monarchie und mein Vetter, der Kaiser, unangetastet. Schon gut, Herr Hahn. Unsere Nation braucht mehr denn je einen festen Halt. Das kann nach meiner Überzeugung nur der deutsche Kaiserthron sein. Aber das wird nur akzeptiert werden, wenn die Krone den Wünschen des Volks entgegenkommt. Und ob der jetzige... Ja. Wir müssen der deutschen Monarchie dringend zu neuem Ansehen verhelfen. Mit einer Regierung der nationalen Einheit. Und das schaffen wir nur mit Ihrer Hilfe, Herr Ebert. Verzeihen Sie die Frage, Hoheit. Aber warum um alles in der Welt wollen Sie ausgerechnet jetzt in das Haifischbecken der Berliner Politik springen? Ein Mann Ihres Standes muss sich das doch nicht antun. Ich glaube, dass mich die Vorsehung für diese Rettungstat auch bewahrt hat. Mein lieber Hahn. Wie schön, Sie wiederzusehen. Womit kann ich dir denn eine Freude machen, mein bester Tee? Oh, bitte. Besten Dank, mein Lieber. Hoheit, es ist Zeit für den entscheidenden Schritt. In Berlin brodelt es. Die Regierung unter dem jetzigen Kanzler steht kurz vor dem Aus. Das Parlament scharrt schon mit den Hufen. Wir müssen jetzt zur Tat schreiten. Wie immer vor lauter Tatendrang nicht zu bremsen, mein treuer Freund. Schreiben Sie dem Kaiser. Legen Sie ihm unsere Pläne vor. Machen Sie ihm deutlich, dass er Sie jetzt braucht, weil er sonst verloren ist. Und erzählen Sie ihm von Ebert und seiner Einstellung zur Monarchie. Mit so viel Annäherung habe ich am Traum nicht gerechnet. Das eröffnet ja ganz neue Perspektiven. Wie gut, dass Sie dieses Treffen eingefädelt haben. Natürlich stehe ich bereit, wenn man mich ruft, aber ich kann mich selbst nicht anbieten. Das ist gegen den Command. Was ist, wenn ich scheitere in der... Es könnte der Beginn einer neuen Politik für Deutschland sein. Da, hier. Berlin. Ich muss mir und meiner Gesundheit eine weitere Katastrophe dieser Art unbedingt verbieten. Nein, mein lieber Hahn, ich brauche mehr Sicherheit. Sie armen Kinder. Du bist wieder mitten in der Nacht auf dem Haus. Ich habe heute Morgen Prinz Max von Baden getroffen. Ich dachte, wir hätten schon Sorgen genug. Er möchte Reichskanzler werden. Zumindest rührt er mächtig die Trommel und bietet sich an. Was will er dann von dir, Herr Prinz? Er bietet uns an, Teil seiner Regierung zu werden. Der Mann gehört zum Hochadel.
Was sollte uns das bringen? Und überhaupt, wer tritt denn in eine bankrotte Firma ein? Luise, wenn alles zusammenkracht, werden auch die Arbeiter alles verlieren, was wir für sie erreicht haben. Also müssen wir helfen, das Leck zu stoppen. Das andere ins Schiff geschlagen haben. Es gibt nur einen Mann in diesem Land, der die Nation noch aufrütteln kann zur Abwehr der tödlichen Gefahr, die Deutschland droht. Das wissen Sie doch. Sie spüren es. Die Militaristen, der ganze kaiserliche Größenwahn. Jawohl, auch wenn andere es geschlagen haben. Die Leute auf der Straße verhungern. Sie werden immer wütender. Und du wirst Löcher in einem sinkenden Schiff stopfen. Sie sind dazu bestimmt, als der führende Mann aufzutreten, den das Volk in der Stunde der Not herbeisehnt. Sie könnten ein Deutschland formen, das sich wieder seiner selbst besinnt. Das seine Werte und Tugenden leuchten lässt in die ganze Welt. Ein Reich, dem der Kaiser endlich wieder als strahlendes Vorbild vorangeht, werden Sie sein Vertrauensmann. Und zeigen Sie unserem Volk, nein, der ganzen Welt, welch heilende Macht deutscher Geist und deutsches Wesen besitzen. Wer, wenn nicht Sie, mein geliebter Prinz, soll das erreichen können? Sie haben recht. Ich muss endlich aufhören, nur an mich zu denken. Wenn du mich fragst, brauchen wir ein komplett neues Schiff samt neuem Kapitän und neuer Besatzung. Ach was, das sind alles revolutionäre Hirngespinste. Aber wenn mir ein realer Prinz die Hand reicht, um real an der Macht teilzuhaben, dann kann und werde ich das nicht ablehnen. Alles wird besser, wenn wir mit den Fürsten paktieren. Da bin ich ja mal gespannt, was unsere Genossen dazu sagen. Sie werden es nicht gleich verstehen. Deswegen warte ich lieber noch damit, es Ihnen zu sagen. Fritz, was machst du da? Ganz kleine Schritte. Aber in die richtige Richtung. Das ist gefährlich, Fritz. Warum riskierst du das? Weil eine Revolution die gefährlichste aller Lösungen wäre. Ja. Ich werde an allerhöchster Stelle eine Regierung der nationalen Verteidigung in Vorschlag bringen. Papier und Tinte, bitte. Ich schreibe an den Kaiser. Und an Ludendorff. Und dann, mein lieber Prinz, müssen wir uns auf den Weg nach Berlin machen. Seien Sie versichert, Hahn, ich werde nicht versagen und Sie helfen mir dabei. Es geht um die Kanzlerschaft. Das deutsche Volk ist kriegsmüde. Unmut über die katastrophale Versorgungslage breitet sich aus. In Russland wurde der Zar gestürzt. Lenin und seine Bolschewisten haben in der Oktoberrevolution die Macht übernommen. Drohen nun auch im deutschen Kaiserreich russische Verhältnisse? Und die Suche nach Verbündeten. Kurt Hahn arrangiert ein Geheimtreffen zwischen Prinz Max und Arbeiterführer Friedrich Ebert. Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich darüber bin, dass Sie sich zu einem solchen Treffen bereit erklärt haben, lieber Herr Ebert. Die Sozialdemokraten lassen das Vaterland nicht im Stich, das wissen Sie doch, Herr Hahn. In dieser Krise ist jede Lösung in Betracht zu ziehen, die sich bietet. Es könnte sogar die Lösung sein für uns alle. Rettung und Neubeginn in einem. Sie können sich sicher vorstellen, dass ein Prinz und Thronfolger des Hauses Baden sich nicht jeden Tag mit einem Sozialisten und Arbeiterführer trifft. Dass dieses Treffen absolut geheim bleibt, darauf muss ich mich verlassen können. Selbstverständlich, Herr Ebert. Das ist ganz in unserem Sinne. Es erscheint mir immer wieder als ein Wunder, wie es Majestät gelingt, ihn aufzurichten. Ach, lieber Berg, ich danke Gott, Sie treu an seiner Seite zu wissen. Ich denke, wir sollten ihm schnellstmöglichst eine Aufgabe stellen, die ihn bestärkt und uns gleichzeitig den benötigten Rückhalt im Volk wiederherstellt. Aber das Volk liebt ihn doch. Majestät, wir müssen der Tatsache ins Angesicht sehen, das Volk ist unzufrieden, die Kriegsstimmung kippt.
Wilhelm wird mal wieder alles ungemach in die Schuhe geschoben. Ich habe mir erlaubt, eine Ansprache auszuarbeiten, um die Einheit wiederherzustellen zwischen dem Herrscher und denen, die er schützt und stützt. Ich habe mehrere Stationen im Reich im Auge. Eine ausgezeichnete Idee, mein lieber Berg. Und wenn Sie das Ganze wieder als seine ureigene Idee erscheinen lassen, wird das ein großer Erfolg. Selbstverständlich, Majestät. Ein herrliches Bild. Wilhelm! Wilhelm, mein Liebster! Könntest du dich bitte mal zu mir wenden? Genau so! Grandios! Die erste Station. Herr Ebert, ich bin froh, dass Sie sich hierhin bemüht haben. Ich fühle mich geehrt, dass Sie mich rufen ließen, Hoheit. Gehen wir ein Stück. Des Kaisers ist Krupp in Essen, die Waffenschmiede des Deutschen Reichs. Hier will er verlorenes Vertrauen in die Monarchie zurückgewinnen. An diesem Ehrentag unseres Betriebes möchte ich die hier Versammelten ganz herzlich begrüßen. Ein erfolgreiches Jahr, die Kinder. Mit Ihrem Einsatz haben wir es geschafft. Das Volk braucht jetzt vor allem das Mitgefühl. Leider stellt ja die wachsende Unruhe im Innern aus meiner Sicht eine ähnlich große Gefahr dar wie unsere Feinde an der Front. Wenn wir da nicht entschieden gegensteuern, stehen wir über kurz oder lang vor revolutionären Erschütterungen. Eine Revolution würde unser Volk in Chaos und letztendlich in den Untergang stürzen. Sie wissen so gut wie ich, was in Russland los ist. Aber natürlich muss das Volk so schnell als möglich politisch teilhaben. Nur das kann den Aufstand der Massen verhüten. Nun, Prinz Max könnte sich eine Beteiligung Ihrer Partei an einer zukünftigen Regierung durchaus vorstellen. Einer Regierung unter meiner Führung natürlich, lieber Herr Ebert. Nur volksnaher als die jetzige. In einem Punkt muss allerdings Klarheit sein. Mit mir als Reichskanzler bleiben Monarchie und mein Vetter, der Kaiser, unangetastet. Schon gut, Herr. Unsere Nation braucht mehr denn je einen festen Halt. Das kann nach meiner Überzeugung... Wir sind des Kaisers Majestät, Beistand in Zeiten der Not. Und das erfüllt mich. Steht alles hier dran. Mit Stolz und Dankbarkeit. Seine Majestät, Kaiser Wilhelm, hier und heute untertänigst begrüßen zu dürfen. Möge Gott unserem König und Landesvater die Kraft erhalten zu den verantwortungsvollen Entscheidungen. Jetzt ich kann mir nur noch beten, dass er sich an mein Manuskript hält. Um des deutschen Volkes Zukunft zu sichern. Nur der deutsche Kaiserthron sein. Aber das wird nur akzeptiert werden, wenn die Krone den Wünschen des Volks entgegenkommt. Und ob der jetzige... Ja. Meine lieben Freunde von den Krupp'schen Werken, heute gilt es, meinen kaiserlichen Dank auszusprechen dafür, dass ihr so opferwillig eure Pflicht erfüllt habt für euren obersten Kriegsherrn und ein siegreiches Meine lieben Kruppianer, es soll sich ja keiner einbilden. Ich wüsste nicht Bescheid über eure Not. Oh nein. Was wisst ihr denn schon da oben von unserer Not? Aber ich versichere euch, die Not jeden... Ja, wir müssen der deutschen Monarchie dringend zu neuem Ansehen verhelfen. Mit einer Regierung der nationalen Einheit. Und das schaffen wir nur mit Ihrer Hilfe, Herr Ebert. Verzeihen Sie die Frage, Hoheit. Aber warum um alles in der Welt wollen Sie ausgerechnet jetzt in das Haifischbecken der Berliner Politik springen? Ein Mann Ihres Standes muss sich das doch nicht antun. Ich glaube, dass mich die Vorsehung für diese Rettungstat auch bewahrt hat.
Mein lieber Hahn, mit so viel Annäherung habe ich am Traum nicht gerechnet. Das eröffnet ja ganz neue Perspektiven. Wie gut, dass Sie dieses Treffen eingefädelt haben. Schwere Verantwortung für ein Volk von 70 Millionen zu tragen, ist eine viel, viel schwerere Last. Unsere Kinder verhungern. Wem verdanken wir denn unsere Luft? Nein. Unseres stolzen Reiches. Allen voran diesen verdammten Angelsachsen mit ihrem absoluten Hass der Vernichtung. Wir wollen Frieden. Wir brauchen Demokratie. Es könnte der Beginn einer neuen Politik für Deutschland sein. Sag hier. Frauen und Mädchen, ich fordere euch auf, nichts als auf die innere Stimme des Gewissens zu hören. Ihr verscheißert uns mit auch, mir Herr gemeinsam durch Not und Tod zusammenzuhalten. Ihr an eurem Amboss, ich auf meinem Thron. Die armen Kinder. Du bist wieder mitten in der Nacht auf dem Haus. Ja, das war ja ein hartes Stück Arbeit. Aber ich habe sie wieder auf Linie gebracht, nicht wahr? Mit Verlaub, Majestät, haben die Unruhe im Publikum bemerkt? Die paar Hetzer, die Roten da reingeschmuggelt haben? Nein, nein. Aber jetzt sorg du mal dafür, dass meine Worte umgehend Verbreitung finden. Ich habe heute Morgen Prinz Max von Baden getroffen. Ich dachte, wir hätten schon Sorgen genug. Er möchte Reichskanzler werden. Zumindest rührt er mächtig die Trommel und bietet sich an. Was will er dann von dir, Herr Prinz? Er bietet uns an, Teil seiner Regierung zu werden. Der Mann gehört zum Hochadel. Was sollte uns das bringen? Und überhaupt, wer tritt denn in eine bankrotte Firma ein? Luise, wenn alles zusammenkracht, werden auch die Arbeiter alles verlieren, was wir für sie erreicht haben. Also müssen wir helfen, das Leck zu stoppen. Dass andere ein Schiff geschlagen haben, die Militaristen, der ganze kaiserliche Größenwahn. Jawohl, auch wenn andere es geschlagen haben. Die Leute auf der Straße verhungern. Sie werden immer wütender. Und du wirst Löcher in einem sinkenden Schiff stopfen. Wenn du mich fragst, brauchen wir ein komplett neues Schiff samt neuem Kapitän und neuer Besatzung. Ach was, das sind alles revolutionäre Hirngespinste. Aber wenn mir ein realer Prinz die Hand reicht, um real an der Macht teilzuhaben, dann kann und werde ich das nicht ablehnen. Alles wird besser, wenn wir mit den Fürsten paktieren. Und dann ist nämlich Schluss mit dem Defätismus. Ja. Ach übrigens, habe ich ja schon erzählt, wer sich mir als Retter der Nation angeboten hat? Nein. Der Bade, Max. Ja. Ausgerechnet der. Er meint, ich solle eine Regierung der nationalen Einheit bilden mit einem Charakterkopf an der Spitze, der in meinem Auftrag die Führung des Volkes übernimmt. Stell dir mal vor, Mensch, Berg, Charakterkopf. Ausgerechnet der. Der hat da überhaupt keine Ahnung von Politik. Ja, ich habe gehört, dass seit Monaten für ihn Reklame gemacht wird in Berlin. Einige unserer sogenannten Volksvertreter scheinen zu meinen, er sei der kommende Reichskanzler. So ein Unsinn. Dieser Mann hat auch im Felde schon ungeheuer versagt. Nein, der ist völlig ungeeignet. Und übrigens, wer mein Reichskanzler wird, das bestimme ja wohl immer noch ich. Die Rede, die wird auf keinen Fall so veröffentlicht. Kein Wort. Nicht bevor ich sie überarbeitet habe. Jawohl. Es ist Wilhelms letzter öffentlicher Auftritt. Ich bin gespannt, was unsere Genossen dazu sagen. Sie werden es nicht gleich verstehen. Deswegen warte ich lieber noch damit, es Ihnen zu sagen. Fritz, was machst du da? Ganz kleine Schritte. Aber in die richtige Richtung. Das ist gefährlich, Fritz. Warum riskierst du das? Weil eine Revolution die gefährlichste aller Lösungen wäre. Die Zustimmung im Volk wird weiter schwinden. Er aber fordert Gefolgschaft, auch in der Kanzlerfrage. Das deutsche Volk ist kriegsmüde.
Unmut über die katastrophale Versorgungslage breitet sich aus. In Russland wurde der Zar gestürzt. Lenin und seine Bolschewisten haben in der Oktoberrevolution die Macht übernommen. Drohen nun auch im Deutschen Kaiserreich russische Verhältnisse? Es erscheint mir immer wieder als ein Wunder, wie es Majestät gelingt, ihn aufzurichten. Ach, lieber Berg, ich danke Gott, Sie treu an seiner Seite zu wissen. Ich denke, wir sollten ihm schnellstmöglichst eine Aufgabe stellen, die ihn bestärkt und uns gleichzeitig den benötigten Rückhalt im Volk wiederherstellt. Aber das Volk liebt ihn doch. Majestät, wir müssen der Tatsache ins Angesicht sehen, das Volk ist unzufrieden, die Kriegsstimmung kippt. Wilhelm wird mal wieder alles ungemach in die Schuhe geschoben. Wie es sein Recht ist. Der Kaiser merkt nicht, wie ihm in der Krise die Zügel mehr und mehr entgleiten. Die Suche nach einem Kanzler, der die Gegensätze überbrückt, hat längst ohne ihn begonnen. Kannst du ja nicht vorsehen. Sir, das tut mir wirklich leid. Ich stehe ja nicht zum Vergnügen hier. Das ist nur so. Jetzt klaut uns der Kaiser schon die Farbe. Was du nicht sagst, die ganze Stadt haben sie damit tapeziert. Das ist die völlige Verschwendung. Und seien's weiß nie, wie wir die Jörn satt kriegen sollen. Der kann uns mal bei Nacht begegnen, der Herr Kaiser. Na, aber dafür, da kannst du mich gleich noch mal rempeln. Mir erlaubt, eine Ansprache auszuarbeiten, um die Einheit wiederherzustellen zwischen dem Herrscher und denen, die er schützt und stützt. Ich habe mehrere Stationen im Reich im Auge. Eine ausgezeichnete Idee, mein lieber Berg. Und wenn Sie das Ganze wieder als seine ureigene Idee erscheinen lassen, wird das ein großer Erfolg. Morgen. Guten Morgen. Fritz. Herr Scheidemann, ganz kurz eine Unterschrift bitte. Jetzt nicht. Fritz, warte! Selbstverständlich, Majestät. Ein herrliches Bild. Wilhelm, mein Liebster. Könntest du dich bitte mal zu mir wenden? Genau so. Grandios! Die erste Station des Kaisers ist Krupp in Essen. Die Waffenschmiede des Deutschen Reichs. Hier will er verlorenes Vertrauen in die Monarchie zurückgewinnen. An diesem Ehrentag unseres Betriebes möchte ich die hier Versammelten ganz herzlich begrüßen. Ein erfolgreiches Jahr, die Kinder. Mit Ihrem Einsatz haben wir es geschafft. Das Volk braucht jetzt vor allem das Mitgefühl seines Kaisers. Majestät, Beistand in Zeiten der Not. Und es erfüllt mich. Steht alles hier dran. Hier im Saal mit Stolz und Dankbarkeit. Seine Majestät, Kaiser Wilhelm, hier und heute untertänigst begrüßen zu dürfen. Möge Gott unserem König und Landesvater die Kraft erhalten zu den verantwortungsvollen Entscheidungen. Jetzt ich kann mir nur noch beten, dass er sich an mein Manuskript hält. Um des deutschen Volkes Zukunft zu sichern. Fritz! So, warte mal einen Moment. Ich wollte mich mit dir wegen der Vorstandssitzung abstimmen. Klar ist, dass wir so bald als möglich einen neuen Reichskanzler brauchen. Wir müssen schnellstmöglich in den Frieden kommen. Daran müssen wir jetzt mitarbeiten. Aber natürlich nur unter einem Kanzler, der unser Vertrauen verdient und der uns als echten Partner anerkennt. Der weiß, dass an uns kein Weg mehr vorbeiführt. Aha. Und so jemanden gibt's? Genossen, die nächste Regierung des Deutschen Reiches muss jetzt Sozialdemokraten in ihren Reihen haben. Meine lieben Freunde von den Krupp'schen Werken, heute gilt es, meinen kaiserlichen Dank auszusprechen dafür, dass ihr so... Aber das wird nur der Fall sein, wenn wir uns besonnen und klug verhalten.
Er legt sich ein Zeug wie schon lange nicht. Lieber Fritz, das sind ja... Opferwillig eure Pflicht erfüllt habt für euren obersten Kriegsherrn und ein siegreiches... Wundersame Aussichten, die du uns da vor Augen führst. Nur, warum sollen wir uns jetzt dafür hergeben, für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen? Angefangen beim Kaiser, seiner Regierung, dem Militär, die das Volk permanent hintergehen. Wenn wir jetzt in die Verantwortung gehen, werden wir doch für all das mitverantwortlich gemacht, was wir gar nicht zu verantworten haben. Ganz im Gegenteil. Wie glaubwürdig macht uns das als Sozialdemokraten? Meine lieben Kruppianer, es soll sich ja keiner einbilden. Ich wüsste nicht Bescheid über eure Not. Oh nein. Was wisst ihr denn schon da oben von unserer Not? Aber ich versichere euch, die Not, jeden Tag die schwere Verantwortung für ein Volk von 70 Millionen zu tragen, ist eine viel, viel schwerere Last. Unsere Kinder verhungern. Wem verdanken wir denn unsere Not? Unseres stolzen Reiches. Allen voran diesen verdammten Angelsachsen mit ihrem absoluten Hass der Vernichtung. Wir wollen Frieden. Wir brauchen Demokratie. Männer, Frauen und Mädchen, ich fordere euch auf, nichts als... Wenn wir die Dinge so laufen lassen, wie Genosse Scheidemann es vorschlägt, überlassen wir unser aller Schicksal der Revolution. Wer das will, nimmt russische Verhältnisse in Kauf, einen blutigen Bürgerkrieg. Deswegen heißt es jetzt, Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, niemand hier im Raum will zur Revolution aufrufen oder den Bürgerkrieg provozieren. Richtig. Und unser Problem sind doch nicht die alten Herren, die sich durch des Kaisers Gnaden an der Spitze der Regierung abwechseln. Unser Problem ist doch der, der sie da hinsetzt. Unser wahres Problem ist doch dieser unsägliche Kaiser selber. Ja, genau. Oder etwa nicht? Genosse Ebert? Das Volk hat jedenfalls gründlich die Nase voll von ihm. Denn das Volk hat mittlerweile begriffen, was die Aufsicht ist. Verlaubt, Majestät, Sie hatten einen Schlaganfall. Ein Rückfall ist jederzeit... Auf die innere Stimme des Gewissens zu hören. Ihr verscheißert uns mit auch. Mir Euro. Gemeinsam durch Not und Tod... ...möglich und das hätte drastische Folgen für Sie. Und kann mir mal einer erklären, was das bedeuten soll? Lies mal, Dona, lies mal. Damit zu halten! Hier an eurem Amboss... Ich auf meinem Thron. Ja, das war ja ein hartes Stück Arbeit. Aber ich habe sie wieder auf Linie gebracht, nicht wahr? Mit Verlaub, Majestät, haben die Unruhe im Publikum bemerkt? Die paar Hetzer, die Roten da reingeschmuggelt haben? Nein, nein. Aber jetzt sorg du mal dafür, dass meine Worte umgehend Verbreitung finden. Dann ist nämlich Schluss mit dem Defätismus. Ja. Ach, übrigens... Hab ich ja schon erzählt, wer sich mir als Retter der Nation angeboten hat? Nein. Der Bademax. Ausgerechnet der. Er meint, ich soll eine Regierung der nationalen Einheit bilden mit einem Charakterkopf an der Spitze, der in meinem Auftrag die Führung des Volkes übernimmt. Stell dir mal vor, Mensch, Berg, Charakterkopf. Ausgerechnet der. Der hat da überhaupt keine Ahnung von Politik. Ja, ich habe gehört, dass seit Monaten für ihn Reklame gemacht wird in Berlin. Einige unserer sogenannten Volksvertreter scheinen zu meinen, er sei der kommende Reich. Ludendorff, schon wieder. Jetzt zitiert er sogar seinen eigenen Kriegsherrn zu sich nach Belgien. Das darfst du dir von ihm nicht länger bieten lassen. Nein, darauf kannst du Gift nehmen. Den lasse ich ganz eiskalt auflaufen. Der wird sich wundern. Wirst du? Mein Auto fertig machen. Majestät. Lassen Sie es gut sein, es geht schon wieder.
Formal ist Wilhelm II. Oberster Kriegsherr. Doch die Militärführung bestimmt ganz allein das Geschehen. Und lässt ihn das spüren. Auch als die Lage sich zuspitzt. Na, meine Herren, was gibt's denn so Dringendes? Haben wir etwa einen Krieg verloren? Majestät, ich bedauere außerordentlich, mitteilen zu müssen, dass das deutsche Heer am Ende seiner Kraft ist. Wir haben dem Feind keinen Widerstand mehr entgegenzusetzen. Majestät, wir müssen sofort um Waffenstillstand bitten, die Sache... Ist ganz klar. So ein Unsinn. Dieser Mann hat auch im Felde schon ungeheuer versagt. Nein, der ist völlig ungeeignet. Und übrigens... Wer mein Reichskanzler wird, das bestimme ja wohl immer noch ich. Da dulde ich keinen Aufschub mehr. Was? Rede. Die wird auf keinen Fall so veröffentlicht. Kein Wort. Nicht bevor ich sie überarbeitet habe. Jawohl. Es ist Wilhelms letzter öffentlicher Auftritt. Die Zustimmung im Volk wird weiter schwinden. Er aber fordert Gefolgschaft, auch in der Kanzlerfrage, wie es sein Recht ist. Der Kaiser merkt nicht, wie ihm in der Krise die Zügel mehr und mehr entgleiten. Die Suche nach einem Kanzler, der die Gegensätze überbrückt, hat längst ohne ihn begonnen. Kannst du ja nicht vorsehen. Sagen, das tut mir wirklich leid. Ich stehe ja nicht zum Vergnügen hier. Das ist nur so. Jetzt klaut uns der Kaiser schon die Farbe. Was du nicht sagst, die ganze Stadt haben sie damit tapeziert. Das ist die völlige Verschwendung. Und sei es, weiß nicht, wie wir die Jörn satt kriegen sollen. Der kann uns mal bei Nacht begegnen, der Herr Kaiser. Na, aber dafür, da kannst du mich gleich noch mal rempeln. Was wollen Sie damit sagen? Ach so? Ich habe Eurer Majestät in Absprache mit dem Auswärtigen Amt etwas vorzuschlagen, was uns vielleicht retten könnte. Ein Friedensgesuch wird an die Amerikaner gerichtet, an Präsident Wilson, der sich als Friedensstifter angeboten hat. Um unsere Erfolgsaussichten zu erhöhen, sind allerdings einige Zugeständnisse innenpolitischer Art nötig. Ein Friedensgesuch? Niemals. Wir gehen mit unseren Diplomaten davon aus, dass Wilson überhaupt nur reagiert, wenn wir zumindest nach außen hin, Majestät, verzeihen den Ausdruck, zu demokratischen Reformen bereit sind. Erzählen Sie dafür einen Quatsch. Noch bestimme ich die Grundlagen unserer Politik. Außerdem benötigen wir einen neuen Reichskanzler. Da die Zeit drängt, schlage ich Eurer Majestät einen Kandidaten vor, der sich für diese Aufgabe bereits selbst ins Gespräch gebracht hat. Prinz Max von Baden. Der Baden, Max. Morgen. Guten Morgen. Fritz. Herr Scheidemann, ganz kurz eine Unterschrift bitte. Jetzt nicht. Fritz, warte! Mein Vetter. Nur über meine Leiche. Majestät, wir haben... Fritz! So, warte noch einen Moment. Ich wollte mich mit dir wegen der Vorstandssitzung abstimmen. Klar ist, dass wir sobald als möglich einen neuen Reichskanzler brauchen. Wir müssen schnellstmöglich in den Frieden kommen. Daran müssen wir jetzt mitarbeiten. Aber natürlich nur unter einem Kanzler, der unser Vertrauen verdient und der uns als echten Partner anerkennt. Der weiß, dass an uns kein Weg mehr vorbeiführt. Aha. Und so jemanden gibt's? Genossen,
Die nächste Regierung des Deutschen Reiches muss jetzt Sozialdemokraten in ihren Reihen haben. Aber das wird nur der Fall sein, wenn wir uns besonnen und klug verhalten. Der legt sich ein Zeug schon lange nicht. Lieber Fritz, das sind ja wundersame Aussichten, die du uns da vor Augen führst. Nur, warum sollen wir uns jetzt dafür hergeben, für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen? Angefangen, einen entsprechenden Erlass vorbereitet, den Majestät nur noch unterzeichnen müssten. Niemals. Stelle mich schon wieder vor vollendete Tatsachen. Als ob ich Ihr Hampelmann wäre. Majestät, es geht erst einmal nur darum, eine Fassade zu errichten. Zumindest für eine gewisse Zeit. Wir brauchen diese Waffenruhe. Wir brauchen sie, um das Allerschlimmste zu verhindern. Aber jetzt auch noch den Bademax. Als Reichskanzler. Du meinst, ich soll das unterschreiben, ja? Das Theater. Es ist alles nur ein großes Theater. Und dieses Theater hilft uns dabei. Beim Kaiser, seiner Regierung, dem Militär, die das Volk permanent hintergehen. Wenn wir jetzt in die Verantwortung gehen, werden wir doch für all das mitverantwortlich gemacht, was wir gar nicht zu verantworten haben. Ganz im Gegenteil. Wie glaubwürdig macht uns das als Sozialdemokraten? Wenn wir die Dinge so laufen lassen, wie Genosse Scheidemann es vorschlägt, überlassen wir unser aller Schicksal der Revolution. Wer das will, nimmt russische Verhältnisse in Kauf, einen blutigen Bürgerkrieg. Deswegen heißt es jetzt, Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, niemand hier im Raum will zur Revolution aufrufen oder den Bürgerkrieg provozieren. Richtig. Und unser Problem sind doch nicht die alten Herren, die sich durch des Kaisers Gnaden an der Spitze der Regierung abwechseln. Unser Problem ist doch der, der sie dahinsetzt. Unser wahres Problem ist doch dieser unsägliche Kaiser selber. Ja, genau. Oder etwa nicht? Genosse Ebert? Das Volk hat jedenfalls gründlich die Nase voll von ihm, denn das Volk hat mittlerweile begriffen, was die Aufsicht ist. Erst einmal das Volk bei der Stange zu halten und die Sozis schön bei Fuß. Der Erlass ebnet den Weg für eine neue Regierung, die erstmals auch Sozialdemokraten mit einbeziehen soll. Ich weiß. Wenn du mich fragst, ist das nichts als Theater, was die sich da im großen Hauptquartier ausgedacht haben. Doch hoffentlich glaube ich einmalige Chance, sich mit dem Erlass des Kaisers für uns erdienen. Chance? Wir sollen der obersten Heeresleitung und dem Kaiser gehorsams aus der Patsche helfen. Die haben sich verzockt, die Herrschaften. Der Krieg scheint verloren und jetzt rufen sie nach dem Volk. Meine Freunde, ihr habt es gelesen. Jetzt müssen Sie mit uns zusammenarbeiten. Sonst haben Sie das Vertrauen des Volkes restlos verspielt. Wir müssen uns aufgeschlossen zeigen für die neuen politischen Möglichkeiten. Herr Scheidemann, hier bitte. Max von Baden, so neuer Reichskanzler werden. Ein Vetter des Kaisers. Ein leibhaftiger Prinz. Das sollen also deiner Meinung nach die neuen politischen Möglichkeiten sein? Ja, wenn er auf uns zukommt. Und das wird er. Aber das klären wir, wie immer, in Ruhe und Ordnung auf unserer Vorstandssitzung, Genossen. Und die ist in genau anderthalb Stunden. Mit Verlaub, Majestät, Sie hatten einen Schlaganfall. Ein Rückfall ist jederzeit möglich und das hätte drastische Folgen für Sie.
Und kann mir mal einer erklären, was das bedeuten soll? Lies mal, Dona, lies mal. Ludendorff, schon wieder. Jetzt zitiert er sogar seinen eigenen Kriegsherrn zu sich nach Belgien. Das darfst du dir von ihm nicht länger bieten lassen. Nein, darauf kannst du Gift nehmen. Den lasse ich ganz eiskalt auflaufen. Der wird sich wundern. Wirst sehen. Mein Auto fertig machen. Majestät. Lassen Sie es gut sein, es geht schon wieder. Formal ist Wilhelm II. Oberster Kriegsherr. Doch die Militärführung bestimmt ganz allein das Geschehen. Und lässt ihn das spüren. Auch als die Lage sich zuspitzt. Bis dahin darf ich also um Ruhe und Besonnenheit bitten. Ich werde rechtzeitig wieder zurück sein. Einfach nur auf und... Zukommen reicht nicht. Wir müssen jetzt erst recht auf einschneidende demokratische Reformen bestehen. Du willst ihn also jetzt ordentlich einheizen? Durchaus. Denn sie kommen doch auf uns zu. Das heißt, wir sitzen eindeutig am längeren Hebel. Droschka! Ebert trifft Max von Baden, um seinen Pakt mit dem neuen Kanzler zu besiegeln. Gut, gut, gut. Das hier kommt da gleich auf den Tisch, bitte. Herr Ebert, schön, dass Sie gleich kommen konnten. Bitte. Glückwunsch, Hoheit. Ebert, wie schön, Sie zu sehen. Wollen Sie mit uns frühstücken? Nein, danke. Ich stehe etwas unter Strom, wie Sie sich denken können. Gut. Herr Ebert, ich möchte Sie bitten, Mitglied meiner neuen Regierung zu werden. Das muss ich leider ablehnen. Was? Mit Verlaub, aber der Vorsitzende der größten Arbeiterpartei sollte in der jetzigen Lage die Fäden aus einer unabhängigen Position heraus in der Hand halten. Das wäre mir als Mitglied der Regierung kaum möglich. Das soll ein anderer machen. Na, meine Herren, was gibt's denn so Dringendes? Haben wir etwa einen Krieg verloren? Majestät, ich bedauere außerordentlich, mitteilen zu müssen, dass das deutsche Heer am Ende seiner Kraft ist. Wir haben dem Feind keinen Widerstand mehr entgegenzusetzen. Majestät, wir müssen sofort um Waffenstillstand bitten. Die Sache duldet keinen Aufschub mehr. Was? Was wollen Sie damit sagen? Ach so? Ich habe Eurer Majestät in Absprache mit dem Auswärtigen Amt etwas vorzuschlagen, was uns vielleicht retten könnte. Ein Friedensgesuch wird an die Amerikaner gerichtet, an Präsident Wilson, der sich als Friedensstifter angeboten hat. Um unsere Erfolgsaussichten zu erhöhen, sind allerdings einige Zugeständnisse innenpolitischer Art nötig. Ein Friedensgesuch? Niemals. Wir gehen mit unseren Diplomaten davon aus, dass Wilson... So zeugt nicht gerade von Vertrauen in unsere Zusammenarbeit. Können wir dennoch auf Ihre Unterstützung setzen, Herr Ebert? Unbedingt. Na dann? Auf eine fruchtbare Zusammenarbeit, auf unser Vaterland und einen ehrenvollen Frieden. Jawohl, Hoheit. Überhaupt nur reagiert, wenn wir, zumindest nach außen hin, Majestät, verzeihen den Ausdruck, zu demokratischen Reformen bereit sind. Was zählen Sie dafür? Wir müssen gerade in der jetzigen Situation verdammt aufpassen, dass man uns am Ende noch erkennt, als Partei der einfachen Leute, für Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Ganz genauso. Fritz, wir sind mehrheitlich der Meinung, nicht Teil der neuen Regierung zu werden. Schon gar nicht unter einem Fürsten. Wir glauben, dass jetzt die Stunde für viel weitergehende Veränderungen gekommen ist. Ich habe soeben mit dem neuen Reichskanzler gesprochen. Er bietet uns 2 Ministersessel in seiner Regierung an.
Ich schlage vor, dass der Genosse Scheidemann unser Hauptvertreter. Quatsch! Noch bestimme ich die Grundlagen unserer Politik. Außerdem benötigt Peter in der neuen Reichsregierung. Ich kann und will dich natürlich nicht dazu zwingen, lieber Philipp, aber ich bin überzeugt, dass du unser bester Mann auf diesem Posten sein wirst. Langsam, langsam. Im Übrigen, liebe Genossen, stelle ich selbstverständlich mein Amt zur Verfügung für den Fall, dass eine Beteiligung unserer Partei an der nächsten Regierung... ...wir einen neuen Reichskanzler. Da die Zeit drängt, schlage ich Eurer Majestät einen Kandidaten vor, der sich für diese Aufgabe bereits selbst ins Gespräch gebracht hat. Prinz Max von Baden. Der Bademax. Mein Vetter. Nur über meine Leiche. Majestät, wir haben einen entsprechenden Erlass vorbereitet, den Majestät nur noch unterzeichnen müssten. Niemals. Ich stelle mich schon wieder vor vollendete Tatsachen. Als ob ich Ihr Hampelmann wäre. Funk hier und heute keine Mehrheit findet. Das kann überhaupt nicht sein. Ich meine, was macht er mit uns? Ich habe mir übrigens erlaubt, die Kaiserin von unserer Reise nach Potsdam zu informieren. Danke, mein Freund. Ach, Donna. Majestät, es geht erst einmal nur darum, eine Fassade zu errichten. Zumindest für eine gewisse Zeit. Lassen Sie uns allein. Wir brauchen diese Waffenruhe. Wir brauchen sie, um das Allerschlimmste zu verhindern. Aber jetzt auch noch den Bademax. Als Reichskanzler. Du meinst, ich soll das unterschreiben, ja? Das Theater. Es ist alles nur ein großes Theater. Und dieses Theater hilft uns dabei. Sie machen alles über meinen Kopf hinweg. Wir müssen um Frieden betteln und Sie reden von Demokratisierung. Erst einmal das Volk bei der Stange zu halten und die Sozis schön bei Fuß. Der Erlass ebnet den Weg für eine neue Regierung, die erstmals auch Sozialdemokraten mit einbeziehen soll. Ich weiß. Das blieb mir gar nichts anderes übrig, als alles zu unterschreiben. Ja? Und dann haben sie mir noch den Max Baden als Reichskanzler aufgedrängt. Den Bademax. Kannst du dir das vorstellen? Aber der Max, das ist doch ein Homophiler.
Mann, da frommt nicht Manns genug. Und den du auch noch befördern musstest. Ja, sonst hätte er sich doch seinen Ruf völlig ruiniert. Und das, das kann ganz schnell die gesamte Monarchie gefährden. Das war notwendig. Ein Offizier hätte das mit seiner Dienstpistole erledigt. Ja, ja, gewiss. Aber jetzt kann er mir doch nicht mehr gefährlich werden. Nicht? Der muss mir doch auf ewig dankbar sein. Nein, Wilhelm, das musst du dir jetzt anhören. Man nimmt uns ein Recht nach dem anderen und will es dem gemeinen Volk übergeben. Aber das kann doch nicht regieren, das kannst nur du. Und mit Gottes Hilfe. Und wenn du dich jetzt auf Max Baden verlässt, der wird uns nicht schützen. So schwach und ängstlich wie der ist. Donner. Wenn du mich fragst, ist das nichts als Theater, was die sich da im großen Hauptquartier ausgedacht haben. Doch hoffentlich glaube ich einmalige Chance, sich mit dem Erlass des Kaisers für uns erdienen. Chance? Wir sollen der obersten Heeresleitung und dem Kaiser gehorsams aus der Patsche helfen. Die haben sich verzockt, die Herrschaften. Der Krieg scheint verloren und jetzt rufen sie nach dem Volk. Meine Freunde, ihr habt es gelesen. Jetzt müssen sie mit uns zusammenarbeiten. Sonst haben sie das Vertrauen des Volkes restlos verspielt. Wir müssen uns aufgeschlossen zeigen für die neuen politischen Möglichkeiten. Herr Scheidemann, hier bitte. Max von Baden, so neuer Reichskanzler werden. Ein Vetter des Kaisers. Ein leibhaftiger Prinz. Das sollen also deiner Meinung nach die neuen politischen Möglichkeiten sein? Ja, wenn er auf uns zukommt. Und das wird er. Aber das klären wir, wie immer, in Ruhe und Ordnung auf unserer Vorstandssitzung, Genossen. Und die ist in genau anderthalb Stunden. Bis dahin darf ich also um Ruhe und Besonnenheit bitten. Ich werde rechtzeitig wieder zurück sein. Einfach nur auf uns zukommen reicht nicht. Wir müssen jetzt erst recht auf einschneidende demokratische Reformen bestehen. Du willst ihn also jetzt ordentlich einheizen? Durchaus! Ich will nicht mehr. Wilhelm, steh auf und kämpfe. Und lasse dir vor allem deine Krone nicht in den Schmutz ziehen. Sonst geht sie uns allen verloren. Wilhelm? Kommen doch auf uns zu. Das heißt, wir sitzen eindeutig am längeren Hebel. Droschka! Ebert trifft Max von Baden um seinen Pakt mit dem Neuen. Fritz, ich weiß. Prinz hat mich aufgefordert, Mitglied seiner Regierung zu werden. Ich habe abgelehnt. Philipp wird es machen. Den Kanzler zu besiegeln. Gut, gut, gut. Das hier kommt da gleich auf den Tisch, bitte. Herr Ebert, schön, dass Sie gleich kommen konnten. Bitte. Glückwunsch, Hoheit. Ebert, wie schön, Sie zu sehen. Wollen Sie mit uns frühstücken? Nein, danke. Ich stehe etwas unter Strom, wie Sie sich denken können. Gut. Herr Ebert, ich möchte Sie bitten, Mitglied meiner neuen Regierung zu werden. Das muss ich leider ablehnen. Was? Mit Verlaub, aber der Vorsitzende der größten Arbeiterpartei sollte in der jetzigen Lage die Fäden aus einer unabhängigen Position heraus in der Hand halten. Das wäre mir als Mitglied der Regierung kaum möglich. Was? Das soll ein anderer machen. Scheidemann, und warum nicht du? Ich muss freie Hand haben, auf alles reagieren zu können. Außerdem... Also, zeugt nicht gerade von Vertrauen in unsere Zusammenarbeit. Können wir dennoch auf Ihre Unterstützung setzen, Herr Ebert? Unbedingt. Na dann? Auf eine fruchtbare Zusammenarbeit, auf unser Vaterland und einen ehrenvollen Frieden. Jawohl, Hoheit. Musste ich alles in die Waagschale werfen.
um sie auf meine Linie zu bringen. Ich habe sogar mit Rücktritt gedroht. Wir müssen gerade in der jetzigen Situation verdammt aufpassen, dass man uns am Ende noch erkennt, als Partei der Ein... Aber ich habe es geschafft, mit einer Stimme Mehrheit, aber geschafft. Einigkeit sieht anders aus. Luise, erstmals in der Geschichte werden Vertreter der Arbeiterbewegung das Reich mitregieren. Ich habe mich mal umgehört. Er soll ja an der Front kläglich versagt haben. Dein Max von Baden. Hat die Panik gekriegt. Und damit die Peinlichkeit nicht auflegt, hat ihm der Kaiser auch noch das Eiserne Kreuz verliehen. Außerdem soll er ohne seinen jugendlichen Berater und Busenfreund, wie heißt der noch gleich? Hahn, Kurt Hahn. Ohne den soll er politisch völlig hilflos sein. Luise, ich weiß selber, dass es ein ganz schmaler Grat ist, auf dem ich da balancieren muss. Aber es geht doch im Himmelswillen nicht anders. Fritz, du weißt, ich war bei allen Meinungsverschiedenheiten immer der Überzeugung, dass du das Richtige tust. Aber jetzt mache ich mir Sorgen, Fritz. Echte Sorgen. Ob das wirklich der richtige Weg ist. Schau mal, Luise, es ist doch so. Tag, Leute, für Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Ganz genau so. Fritz, wir sind mehrheitlich der Meinung, nicht Teil der neuen Regierung zu werden. Schon gar nicht unter einem Fürsten. Wir glauben, dass jetzt die Stunde für viel weitergehende Veränderungen gekommen ist. Ich habe soeben mit dem neuen Reichskanzler gesprochen. Er bietet uns 2 Ministersessel in seiner Regierung an. Ich schlage vor, dass der Genosse Scheidemann unser Hauptvertreter in der neuen Reichsregierung wird. Ich kann und will dich natürlich nicht dazu zwingen, lieber Philipp, aber ich bin überzeugt, dass du unser bester Mann auf diesem Posten sein wirst. Langsam, langsam. Im Übrigen, liebe Genossen, stelle ich selbstverständlich mein Amt zur Verfügung. Für den Fall, dass eine Beteiligung unserer Partei an der nächsten Regierung... Dieser schreckliche Krieg wird Deutschland nichts mehr von dem bringen, was uns die Propaganda versprochen hat. Aber wenn all die entsetzlichen Opfer nicht umsonst gewesen... ...Funk hier und heute keine Mehrheit findet. Das kann überhaupt nicht sein. Sein sollen, die das Volk dafür gebracht hat. Und auch wir. Dann muss er uns am Ende wenigstens von dem furchtbaren Alb unserer politischen Ohnmacht befreien. Glaube mir, ich weiß, was ich tue. Stehen kurz davor, die deutsche Front einzudrücken. Ihre Übermacht ist durch den Kriegseintritt Amerikas noch bedrohlicher geworden. Siegfriedlinie durchbrochen. Während die Westmächte ihre Reihen auffüllen, ist der deutsche Nachschub längst erschöpft. Ich habe mir übrigens erlaubt, die Kaiserin von unserer Reise nach Potsdam zu informieren. Danke, mein Freund. Ach, Donna.
war ein einziges Desaster. Lassen Sie uns allein. Sie machen alles über meinen Kopf hinweg. Wir müssen um Frieden betteln und Sie reden von Demokratisierung. Das blieb mir gar nichts anderes übrig, als alles zu unterschreiben. Ja? Truppenverlegung, aber bitte sofort! Sofort! Halten zu Gnaden, Majestät. Ich war in Berlin, als Sie mich rufen ließen. Wissen Sie, kaum sehe ich den Gekreuzigten, sehe ich alles viel klarer. Nehmen Sie doch Platz. Ich brauche Ihre Dienste, lieber Pastor. Sie wissen, mein 60. Geburtstag naht und ich wünsche mir am Vorabend einen Gottesdienst nur für den Kaiser und für mich. Seine Majestät bedarf dringender Seelenstärkung. Es wird mir eine außerordentliche Ehre sein. Die Bibel sagt, wir aber sind nicht von denen, die da weichen, sondern glauben und die Seele erretten. Und dann haben Sie mir noch den Max Baden als Reichskanzler aufgedrängt. Den Bademax. Kannst du dir das vorstellen? Aber der Max, das ist doch ein Homophiler. Man da frommt nicht Manns genug. Und den du auch noch befördern musstest. Ja, sonst hätte er sich so seinen Ruf völlig ruiniert. Und das kann ganz schnell die gesamte Monarchie gefährden. Das war notwendig. Ein Offizier hätte das mit seiner Dienstpistole erledigt. Ja, gewiss. Aber jetzt kann er mir doch nicht mehr gefährlich werden, nicht? Der muss mir doch auf ewig dankbar sein. Nein, Wilhelm, das musst du dir jetzt anhören. Man nimmt uns ein Recht nach dem anderen und will es dem gemeinen Volk übergeben. Aber das kann doch nicht regieren, das kannst nur du. Und mit Gottes Hilfe. Und wenn du dich jetzt auf Max Baden verlässt, der wird uns nicht schützen, so schwach und ängstlich wie der ist. Donner. Ich will nicht mehr. Wilhelm, steh auf und kämpfe. Und lasse dir vor allem deine Krone nicht in den Schmutz ziehen. Ich weiß übrigens aus verlässlicher Quelle, dass auch der Kaiser Ludendorffs Forderung nach einem Friedensangebot äußerst kritisch sieht. Vielleicht könnte das der Hebel sein, ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun denn, gehen wir es an. Freut mich sehr. Majestät. Freut mich sehr. Na, meine Herren, warum sind wir denn so nervös hier in Berlin? Hm? Nehmen Sie doch Platz. Bitte, Herr Vizekanzler. Euer Majestät gestatten, dass wir zunächst unseren designierten Reichskanzler, seine großherzogliche Hoheit Prinz von Baden, in unserem erlauchten Gremium willkommen heißen. Beschränken wir uns bitte auf das Wesentliche, weiter im Text. Wie Majestät wissen, wird die erste Amtshandlung des neuen Reichskanzlers... Sonst geht sie uns allen verloren. Wilhelm?
Kanzlers die Formulierung und schleunigste Absendung eines Waffenstillstandsgesuches an den Präsidenten der Vereinigten Staaten Wilson sein. Mit Verlaub, Majestät, ich bin ein Gegner des Waffenstillstandsgesuches, denn es läuft letztlich auf unsere militärische Bankrotterklärung hinaus. Um das ein für alle Mal klarzustellen, Max, mein Lieber. Fritz, ich weiß. Du hast dich ja nicht als Reichskanzler angeboten, den Plänen meiner Heeresleitung damit meinen Wünschen im Weg zu stehen, ja? Verstanden? Herr Vizekanzler. Der Prinz hat mich aufgefordert, Mitglied seiner Regierung zu werden. Ich habe abgelehnt. Philipp wird es machen. Scheidemann. Und warum nicht du? Ich muss freie Hand haben, auf alles reagieren zu können. Außerdem musste ich alles in die Waagschale werfen, um sie auf meine Linie zu bringen. Ich habe sogar mit Rücktritt gedroht. Verdammt, Text. Majestät, wir haben uns erlaubt, eine Regierungserklärung für den neuen Reichskanzler aufzusetzen. Ganz im Sinne Ihres allerhöchsten Erlasses, aber auch mit deutlichen Signalen des Entgegenkommens an die Adresse von Präsident Wilson. Tja, und gibt's denn schon eine Textfassung unserer Note? Gemäß des kaiserlichen Erlasses hat das Deutsche Reich eine grundlegende Umgestaltung seiner politischen Leitung erfahren. Als Nachfolge des um das Vaterland aufs höchst verdienten Grafen von Hertling bin ich vom Kaiser an die Spitze der neuen Regierung berufen worden. Ich fasse es nicht. Nichts. Überhaupt nichts. Nichts davon, dass wir den deutschen Imperialismus veredeln wollen. Nichts von einer neuen moralischen Führungsrolle unserer Staatsregierung. Nichts vom Deutschen Reich als erste unter den Kulturnationen. Hoheit, das ist ja überhaupt nicht unsere Regierungserklärung. Nein. Aber Hoheit, wie konnten Sie es so weit kommen lassen? Sie sind doch der Reichskanzler. Sie verfassen doch die Regierungserklärung. Beruhigen Sie sich doch, Herrn. Aber ich hab's geschafft. Mit einer Stimme Mehrheit. Aber geschafft. Einigkeit sieht anders aus. Luise, erstmals in der Geschichte werden Vertreter der Arbeiterbewegung das Reich mitregieren. Ich habe mich mal umgehört. Er soll ja an der Front kläglich versagt haben. Dein Max von Baden. Hat die Panik gekriegt. Und damit die Peinlichkeit nicht auflegt, hat ihm der Kaiser auch noch das Eiserne Kreuz verliehen. Außerdem soll er ohne seinen jugendlichen Berater und Busenfreund, wie heißt der noch gleich? Hahn, Kurt Hahn. Ohne den soll er politisch völlig hilflos sein. Luise, ich weiß selber, dass es ein ganz schmaler Grat ist, auf dem ich da balancieren muss. Aber es geht doch im Himmelswillen nicht anders. Fritz, du weißt, ich war bei allen Meinungsverschiedenheiten immer der Überzeugung, dass du das Richtige tust. Aber jetzt mache ich mir Sorgen, Fritz. Echte Sorgen. Ob das wirklich der richtige Weg ist. Schau mal, Luise, es ist doch so. Dieser schreckliche Krieg wird Deutschland nichts mehr von dem bringen, was uns die Propaganda versprochen hat. Aber wenn all die entsetzlichen Opfer nicht umsonst gewesen sein sollen, die das Volk dafür gebracht hat, und auch wir, dann muss er uns am Ende wenigstens von dem furchtbaren Alb unserer politischen Ohnmacht befreien. Glaube mir, ich weiß, was ich tue. Wir haben uns wohl etwas überschätzt. Politik und Geist, das verträgt sich hier nicht in Berlin. All unsere Ideen, für die wir so hart gearbeitet haben. Ich weiß. Es ist mehr als eine herbe Enttäuschung. Aber wir müssen nun wohl das Beste daraus machen. Das Beste? Es ist vorbei, Prinz Max.
Wir sind denen jetzt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Lassen Sie mich nicht auch noch im Stich. Ich flehe Sie an. Am 5. Oktober 1918 verließ der neue Kanzler Max von Baden im Parlament die ihm aufgezwungene Regierungserklärung. Sie trägt den Frieden. Jetzt komm. Gehen wir ins Bett. Ich muss noch ein paar Stunden schlafen. Friedensvorstellungen des amerikanischen Präsidenten Wilson Rechnung. So erfährt die Öffentlichkeit erstmal. Stehen kurz davor, die deutsche Front einzudrücken. Ihre Übermacht ist durch den Kriegseintritt Amerikas noch bedrohlicher geworden. Siegfriedlinie durchbrochen. Während die Westmächte ihre Reihen auffüllen, ist der deutsche Nachschub längst erschöpft. Truppenverlegung, aber bitte sofort! Sofort! Halten zu Gnaden, Majestät. Ich war in Berlin, als Sie mich rufen ließen. Wissen Sie, kaum sehe ich den Gekreuzigten, sehe ich alles viel klarer. Als vom deutschen Waffenstillstandsgesuch. Damit ist klar, das Kaiserreich kann den Weltkrieg nicht mehr gewinnen. Als Trost wird mehr Demokratie in Aussicht gestellt und ein baldiger Frieden. Die einen halten den neuen Reichskanzler für eine Marionette von Ludendorffs Gnaden und verurteilen unsere Vertrauensseligkeit. Die anderen knurren gegen den undeutschen Kurs der Regierung und sprechen von schmählicher Kapitulation, Revolution sofort oder Kampf bis in den Untergang. Es zerreißt gerade unser Land, Fritz. So oder so. Wem sagst du das? Jedenfalls ein grandioser Start eines famosen Prinzen. Das ist leider noch nicht alles. Wilsons Antwort auf unsere Note. Nehmen Sie doch Platz. Ich brauche Ihre Dienste, lieber Pastor. Sie wissen... Damit, mein lieber Philipp, lösen sich alle Illusionen in Luft auf, dass unser Land noch mit einem blauen Auge aus diesem Krieg hervorgeht. Er verlangt, dass das Militär entmachtet wird. Das ist doch gut. Die alten Autoritäten sollen komplett abgeschafft werden. Sehr gut. Und er verlangt Belege, dass das Reich jetzt tatsächlich vom Volk regiert wird. Ansonsten... keine Friedensverhandlungen. Na also, adieu, Kaiser! Mein 60. Geburtstag naht und ich wünsche mir am Vorabend einen Gottesdienst nur für den Kaiser und für mich. Seine Majestät bedarf dringender Seelenstärkung. Es wird mir eine außerordentliche Ehre sein. Die Bibel sagt, wir aber sind nicht von denen, die da weichen, sondern glauben und die Seele erretten. Ich weiß übrigens aus verlässlicher Quelle, dass auch der Kaiser Ludendorffs Forderung nach einem Friedensangebot äußerst kritisch sieht. Vielleicht könnte das der Hebel sein, ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun denn, gehen wir's an. Und dann? Na, dann haben wir genau das, wofür wir seit Ewigkeiten kämpfen. Nein, Philipp. Dann haben wir ein Land, in dem das Volk sich gegenseitig zerfleischt. Thank you.
Schwiegersohn des Kaisers ist jetzt das größte Friedenshindernis. Ist das dem Kanzler klar? Tja, aber was sollen wir Ihrer Meinung nach denn machen? Wir alle wissen, dass weder der Thronfolger noch irgendeiner seiner Brüder das Format haben, die Nachfolge des Vaters anzutreten. Vielleicht wäre der Sohn des Kronprinzen die geeignete Wahl. Freue mich sehr. Aber der ist erst 12. Also bräuchten wir erstmal einen Regenten, der den Thron für ihn verwaltet. Ganz genau, Herr Hahn. Eine Art Ersatzkaiser. Einen Augenblick, bitte. Ebert ist da. Herr Reichskanzler? Was kann ich für Sie tun, mein lieber Ebert? Hoheit. Wir müssen jetzt... Majestät. Freut mich sehr. Na, meine Herren, warum sind wir denn so nervös hier in Berlin? Hm? Nehmen Sie Platz. Bitte, Herr Vizekanzler. Euer Majestät, gestatten, dass wir zunächst unseren designierten Reichskanzler, seine großherzogliche Hoheit Prinz von Baden, in unserem erlauchten Gremium willkommen heißen. Beschränken wir uns bitte auf das Wesentliche weiter im Text. Wie Majestät wissen, wird die erste Amtshandlung des neuen Reichskanzlers die Formulierung und schleunigste Absendung eines Waffenstillstandsgesuches an den Präsidenten der Vereinigten Staaten Wilson sein. Mit Verlaub, Majestät, ich bin ein Gegner des Waffenstillstandsgesuches, denn es läuft letztlich auf unsere militärische Bankrotterklärung hinaus. Um das ein für alle Mal klarzustellen, Max, mein Lieber, du hast dich ja nicht als Reichskanzler angeboten, den Plänen meiner Heeresleitung damit meinen Wünschen im Weg zu stehen, ja? Verstanden? Herr Vizekanzler. Bei ein großes Rad drehen. Was genau meinen Sie denn? Sie wissen, was Wilson geantwortet hat. Wir müssen dafür sorgen, dass Wilhelm II. Nicht zum Friedenshindernis wird. Waren wir uns nicht einig, die Kaiserkrone unangetastet zu lassen? Das werden wir auch. Weiter im Text. Majestät, wir haben uns erlaubt, eine Regierungserklärung für den neuen Reichskanzler aufzusetzen. Ganz im Sinne Ihres allerhöchsten Erlasses. Aber damit wir die Monarchie erhalten können, muss Wilhelm II. Zurücktreten. Er hat in den Augen des Volkes diesen Krieg verloren. Seine Abdankung wird all denen den Wind aus den Segeln nehmen, die den Umsturz wollen. Und er selbst würde in die Geschichte eingehen. Mit so einem großherzigen Verzicht. Nun gut, selbst wenn wir einmal annehmen, ich sähe mich imstande, meinem Vetter diesen ungeheuren Schritt nahezubringen. Mit Verlaub, Hoheit. Aber dieser Schritt könnte zur Rettung des Landes unausweichlich werden. Aber was dann? Nun, da wir, wie Sie selbst am besten wissen, keinen geeigneten Thronfolger unter den Kaisersöhnen haben, dann könnten doch vielleicht Sie, als der künftige Monarch in Baden, die Interessen der Reichskrone wahren, sagen wir, bis der Enkel des Kaisers erwachsen ist. Aber auch mit deutlichen Signalen des Entgegenkommens an die Adresse von Präsident Wilson. Tja, und gibt's denn schon eine Textfassung unserer Note? Gemäß des kaiserlichen Erlasses hat das Deutsche Reich eine grundlegende Umgestaltung seiner politischen Leitung erfahren. Als Nachfolge des um das Vaterland aufs höchst verdienten Grafen von Hertling bin ich vom Kaiser an die Spitze der neuen Regierung berufen worden. Ich fasse es nicht. Nichts. Überhaupt nichts. Nichts davon, dass wir den deutschen Imperialismus veredeln wollen. Nichts von einer neuen moralischen Führungsrolle unserer Staatsregierung. Nichts vom Deutschen Reich als erste unter den Kulturnationen. Hoheit, das ist ja überhaupt nicht unsere Regierungserklärung. Nein. Aber Hoheit, wie konnten Sie es so weit kommen lassen? Sie sind doch der Reichskanzler. Sie verfassen doch die Regierungserklärung. Beruhigen Sie sich doch, Hahn. Wir haben uns wohl etwas überschätzt.
Politik und Geist, das verträgt sich hier nicht in Berlin. All unsere Ideen, für die wir so hart gearbeitet haben. Aber meine Herren, das darf doch nicht Ihr Ernst sein. Es war niemals meine Absicht, den Kaiser abzulösen. Ich liebe ihn. Ich sehe meine Aufgabe darin, mich vor ihn zu stellen, nicht ihn zu stürzen. So, ich habe noch einiges an Arbeit zu erledigen. Da wäre noch etwas. Meine Parteifreunde und ich sind der Meinung, dass Friedrich von Berg gehen muss. Ich weiß, es ist mehr als eine herbe Enttäuschung. Aber... Ich hoffe sehr, dass es Ihrer Majestät bald besser geht. Später, ich muss unbedingt zur Kaiserin. Wir müssen nun wohl das Beste daraus machen. Das Beste? Es ist vorbei, Prinz Max. Wir sind denen jetzt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Lassen Sie mich nicht auch noch im Stich. Ich flehe Sie an. Am 5. Oktober 1918 verließ der neue Kanzler Max von Baden im Parlament die ihm aufgezwungene Regierungserklärung. Sie trägt den Friedensvorstellungen des amerikanischen Präsidenten Wilson Rechnung. So erfährt die Öffentlichkeit erstmals vom deutschen Waffenstillstandsgesuch. Damit ist klar, das Kaiserreich kann den Weltkrieg nicht mehr gewinnen. Als Trost wird mehr Demokratie in Aussicht gestellt und ein baldiger Frieden. Die einen halten den neuen Reichskanzler für eine Marionette von Ludendorffs Gnaden und verurteilen unsere Vertrauensseligkeit. Die anderen knurren gegen den Unter... Dieser verdammte Ischias, hört das denn niemals ab? Ah, Max. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, Euer Majestät ins Auge schauen zu dürfen und meiner uneingeschränkten Loyalität zu versichern. Die neue Regierung mitsamt den Demokraten... Ja, ist schon gut, Max. Bitte fass dich kurz. Wilhelm. Hast du die Grippe? Abstand, Max. Abstand. Wilhelm, ich glaube, es gilt, ein Missverständnis zwischen uns auszuräumen. Ich habe dieses Amt übernommen, dir zur Seite zu stehen in dieser schweren Zeit. Ich will retten. Sonst... deutschen Kurs der Regierung und sprechen von schmählicher Kapitulation. Revolution sofort oder Kampf bis in den Untergang. Es zerreißt gerade unser Land, Fritz. So oder so. Wem sagst du? Hätte ich dieses Amt nicht angenommen. Ich habe es getan in aufrichtiger Liebe zu meinem Kaiser und zum Deutschen Reich. Diese Umstürzler und Vaterlandsverräter werden von Tag zu Tag immer dreister. Und jetzt sitzen die schon in deiner Regierung. Aber es sollte mich nicht wundern, wenn dieser Ebert und dieser Scheidemann eines Tages noch hängen, sobald sich das Blatt wieder wendet. Hast du das? Jedenfalls ein grandioser Start eines famosen Prinzen. Das ist leider noch nicht alles. Wilsons Antwort auf unsere Note. Damit, mein lieber Philipp, lösen sich alle Illusionen in Luft auf, dass unser Land noch mit einem blauen Auge aus diesem Krieg hervorgeht. Er verlangt, dass das Militär entmachtet wird. Das ist doch gut. Die alten Autoritäten sollen komplett abgeschafft werden.
Sehr gut. Und er verlangt Belege, dass das Reich jetzt tatsächlich vom Volk regiert wird. Ansonsten keine Friedensverhandlungen. Na also, adieu, Kaiser! Und dann? Na, dann haben wir genau das, wofür wir seit Ewigkeiten kämpfen. Nein, Philipp. Dann haben wir ein Land, in dem das Volk sich gegenseitig zerfleischt. Ebert ist ein ausgesprochen vernünftiger Mann, mit dem sich etwas anfangen lässt. Und ein aufrichtiger Patriot. Er hat zwei Söhne im Krieg verloren. Und der Erhalt der Monarchie steht für ihn außer Frage. Ja? Du meinst also, dass ich mich auf deine Sozis verlassen kann? Aber ich warne dich. Ich weiß, dass man in Berlin von meiner Abdankung munkelt. Bringe mich da nicht in Verlegenheit. Versprichst du mir das? Und deinem Kabinett kannst du eins sagen, was dieser unverschämte Wilson da schreibt. Eine Abdankung meinerseits ist außerhalb jeder Diskussion. Ein Nachfahrer Friedrichs des Großen begeht niemals Fahnenflucht. Selbstredend, Majestät. Aber da wir das Spiel mit Wilson nun einmal begonnen haben, werden wir irgendwie damit umgehen müssen. Wilhelm, ich... Ach, Dona, kannst du bitte noch mal den Arzt rufen? Der Kaiser braucht Ruhe. Max, siehst du das nicht? Ich wollte mich gleich verabschieden, Majestät. Ja. Noch ein letztes Mal, Kaiser. Die Person des Kaisers ist jetzt das größte Friedenshindernis. Ist das dem Kanzler klar? Tja, aber was sollen wir Ihrer Meinung nach denn machen? Sie alle wissen, dass weder der Thronfolger noch irgendeiner seiner Brüder das Format haben, die Nachfolge des Vaters anzutreten. Vielleicht wäre der Sohn des Kronprinzen die geeignete Wahl. Aber der ist erst 12. Also bräuchten wir erstmal einen Regenten, der den Thron für ihn verwaltet. Ganz genau, Herr Hahn. Eine Art Ersatzkaiser. Einen Augenblick, bitte. Ebert ist da. Herr Reichskanzler. Was kann ich für Sie tun, mein lieber Ebert? Hoheit. Wir müssen jetzt ein großes Rad drehen. Was genau meinen Sie denn? Sie wissen, was Wilson geantwortet hat. Wir müssen dafür sorgen, dass Wilhelm II. Nicht zum Friedenshindernis wird. Waren wir uns nicht einig, die Kaiserkrone unangetastet zu lassen? Das werden wir auch. Aber damit wir die Monarchie erhalten können, muss Wilhelm II. Zurücktreten. Er hat in den Augen des Volks diesen Krieg verloren. Seine Abdankung wird all... Die neue Regierung sieht sich außerstande, mit einem Kabinettschef weiter zusammenzuarbeiten. Ich empfehle, ja, ich bitte dich, Friedrich von Berg durch einen Mann zu ersetzen, der die Zeichen der Zeit besser versteht. Na ja. Wilhelm, kannst du das? Ich entscheide hier. Gut. Wenn dafür die Diskussion um meine Person beendet ist, bin ich nötigenfalls bereit, darauf einzugehen. Am 16. Oktober kommt es vor dem Reichstag zu ersten Massenprotesten. Die Menge folgt den radikalen Sozialisten, die den sofortigen Frieden fordern. Tausende ziehen zum Berliner Schloss. Von nun an findet der politische Kampf auch auf der Straße statt. Ja. Ja. Ihnen den Wind aus den Segeln nehmen, die den Umsturz wollen. Und er selbst würde in die Geschichte eingehen.
mit so einem großherzigen Verzicht. Nun gut, selbst wenn wir einmal annehmen, ich sähe mich imstande, meinem Vetter diesen ungeheuren Schritt nahezubringen. Mit Verlaub, Hoheit. Aber dieser Schritt könnte zur Rettung des Landes unausweichlich werden. Aber was dann? Nun, da wir, wie Sie selbst am besten wissen, keinen geeigneten Thronfolger unter den Kaisersöhnen haben, dann könnten doch vielleicht Sie, als der künftige Monarch in Baden, die Interessen der Reichskrone wahren. Sagen wir, bis der Enkel des Kaisers erwachsen ist. Aber meine Herren, das darf doch nicht Ihr Ernst sein. Es war niemals meine Absicht, den Kaiser abzulösen. Ich liebe ihn. Ich sehe mal. Ja. Wir dürfen den Linksradikalen nicht die Straße überlassen, Fritz. Auch wir müssen dort mehr Präsenz zeigen. Die Genossen vor Ort bedrängen mich geradezu, warum wir uns gar nicht mehr zeigen. Das sind doch unverantwortliche Treibereien gegen unsere Regierung, was diese bolschewistischen Hetzer da am Schilde führen. Das sollen wir auch noch unterstützen? Abgelehnt, Genosse Scheidemann. Putsche werden notfalls niedergeschlagen. Wer die Arbeiter jetzt zu sinnlosen Demonstrationen aufstachelt, erschwert den Frieden und die Demokratisierung Deutschlands. Wir müssen alles darauf verwenden, dem Volk zu zeigen, dass es gut und richtig war und ist, diese Regierung zu unterstützen. Und damit auch den Reichskanzler. Fritz, du musst aufpassen, dass man noch erkennt, wofür du eigentlich stehst. Ohne Ankündigung schwenkt General Ludendorff Ende Oktober 1918 plötzlich um. Der Krieg soll jetzt doch bis zum Äußersten fortgeführt werden. Meine Aufgabe darin, mich vor ihn zu stellen, nicht ihn zu stürzen. So, ich habe noch einiges an Arbeit zu erledigen. Die Waffenstillstandsbedingungen des US-Präsidenten sind für Ludendorff nicht hinnehmbar. Damit sabotiert der Generalstab die... Da wäre noch etwas. Meine Parteifreunde und ich sind der Meinung, dass Friedrich von Berg gehen muss. Ich hoffe sehr, dass es Ihrer Majestät bald besser geht. Später, ich muss unbedingt zur Kaiserin. Oh, dieser verdammte Ischias. Hört das denn niemals ab? Oh, Max. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, Euer Majestät ins Auge schauen zu dürfen und meiner uneingeschränkten Loyalität zu versichern. Die neue Regierung mitsamt den Demokraten... Ja, ist schon gut, Max. Bitte fass dich kurz. Friedenspolitik der Regierung Max von Baden. Hoheit, ich weiß, ich selbst habe in diese Entspannung verordnet. Und Sie glauben nicht, wie gut mir das tut. Aber Ebert ist da. Er lässt sich nicht abwimmeln. Ach, Ebert, ja, natürlich. Ich bin sofort da.
Ludendorff ist völlig wahnsinnig. Er zerstört mit seiner Willkür alles, was wir mühsam aufzubauen versuchen. Er treibt die Leute scharenweise der Revolution in die Arme. Max Anli. Wilhelm. Hast du die Grippe? Abstand, Max. Abstand. Wilhelm, ich glaube, es gilt, ein Missverständnis zwischen uns auszuräumen. Ich habe dieses Amt übernommen, dir zur Seite zu stehen in dieser schweren Zeit. Ich will retten. Sonst hätte ich dieses Amt nicht angenommen. Ich habe es getan in aufrichtiger Liebe zu meinem Kaiser und zum Deutschen Reich. Diese Umstürzler und Vaterlandsverräter werden von Tag zu Tag immer dreister. Und jetzt sitzen die schon in deiner Regierung. Aber es sollte mich nicht wundern, wenn dieser Ebert und dieser Scheidemann eines Tages noch hängen, sobald sich das Blatt wieder wendet. Ebert ist ein ausgesprochen vernünftiger Mann, mit dem sich etwas anfangen lässt. Und ein aufrichtiger Patriot. Er hat zwei Söhne im Krieg verloren. Und der Erhalt der Monarchie steht für ihn außer Frage. Ja? Du meinst also, dass ich mich auf deine Sozis verlassen kann? Lieber Ebert, aber was wollen Sie von mir? Ich kann ihn nicht rausschmeißen. Oh, halt, mit Verlaub, ist Ihnen bewusst, was ich persönlich eingesetzt und riskiert habe, um unser Bündnis möglich zu machen? Ich soll mich also bei seiner Majestät dafür einsetzen? Ja, was denn sonst, Prinz Max? Ludendorff muss gehen. Und am besten geht der Kaiser gleich mit. Aber ich warne dich. Ich weiß, dass man in Berlin von meiner Abdankung munkelt. Bringe mich da nicht in Verlegenheit. Versprichst du mir das? Und deinem Kabinett kannst du eins sagen, was dieser unverschämte Wilsen da schreibt. Eine Abdankung meinerseits ist außerhalb. Haben Sie mit Ihrem Vetter über Wilsens Forderungen gesprochen? Ein Thronverzicht ist völlig undenkbar. Ich denke, wir werden seiner Majestät die Entlassung Ludendorffs nahelegen. Ja, das werden wir. Spüren Sie denn nicht, was da auf uns zukommt, wenn Ludendorff sich durchsetzt? Ja, sicher. Ich hoffe, mein Masseur ist noch nicht gegangen. Wenn uns der Herr in diesen schwierigen Zeiten vor unüberwindbar scheinende Aufgaben stellt, dann lässt er uns in seiner Weisheit nie ohne ein Licht in der Hand. Unseren festen Glauben. Denn Gott, der Herr, ist es, der jeden an seinen Platz gestellt hat, auf das er... Halb jeder Diskussion. Ein Nachfahrer Friedrichs des Großen begeht niemals Fahnenflucht. Dort unbeirrbar seine Pflicht erfülle. Treue um Treue. Gott schütze Sie. Jetzt reden, Majestät. Aber da wir das Spiel mit Wilson nun einmal begonnen haben, werden wir irgendwie damit umgehen müssen. Wilhelm, ich... Ach, Dona, kannst du bitte noch mal den Arzt rufen? Der Kaiser braucht Ruhe. Max, siehst du das nicht? Ich wollte mich gleich verabschieden, Majestät. Ja. Noch ein letztes Mal, Kaiser. Die neue Regierung sieht sich außerstande, mit deinem Kabinettschef weiter zusammenzuarbeiten. Ich empfehle, ja, ich bitte dich, Friedrich von Berg durch einen Mann zu ersetzen, der die Zeichen der Zeit besser versteht. Na ja. Wilhelm, wie kannst du das? Ich entscheide hier. Gut. Wenn dafür die Diskussion um meine Person beendet ist, bin ich nötigenfalls bereit, darauf einzugehen. Amen. Mein Sohn, auf ein Wort. Diese Friedensbettelei bei Wilsen und dann diese demokratische Regierung in Berlin, lasse ich nicht lachen. Ich will dir eins sagen.
Es wird der Punkt kommen, an dem nur noch eine harte Hand die Ordnung wiederherstellen kann. Und wenn es soweit ist, dann werde ich nicht zögern, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und dann muss ich mich auf 100% auf dich verlassen können. Sie meinen einen Staatsstreich? Ja, dann wird ausgekehrt werden. Aber mit eisernem Besen. Wilhelm, die Welt soll wissen, was für eine großartige Familie wir geblieben sind, trotz aller dunklen Wolken am Horizont. Ich möchte die seltene Gelegenheit, meine liebe Familie ver... Am 16. Oktober kommt es vor dem Reichstag zu ersten Massenprotesten. Die Menge folgt den radikalen Sozialisten, die den sofortigen Frieden fordern. Tausende ziehen zum Berliner Schloss. Von nun an findet der politische Kampf auch auf der Straße statt. Ja. 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 Wir dürfen den Linksradikalen nicht die Straße überlassen, Fritz. Auch wir müssen dort mehr Präsenz zeigen. Die Genossen vor Ort bedrängen mich geradezu, warum wir uns gar nicht mehr zeigen. Das sind doch unverantwortliche Treibereien gegen unsere Regierung, was diese bolschewistischen Hetzer da am Schilde führen. Das sollen wir auch noch unterstützen? Abgelehnt, Genosse Scheidemann. Putsche werden notfalls niedergesammelt zu sehen, nutzen, um euch zu versichern, dass ich fest entschlossen bin. Schlagen. Der die Arbeiter jetzt zu sinnlosen Demonstrationen aufstachelt, erschwert den Frieden und die Demokratisierung Deutschlands. Wir müssen alles darauf allen Anfeindungen gegen unser ruhmreiches Haus entgegenzutreten. Ihr könnt darauf vertrauen, dass auch für eure Sicherheit alle nötigen Maßnahmen getroffen sind. Ich schütze euch. So wie ich erwarte und mich fest darauf verlasse, dass auch ihr in unerschütterlicher Treue zu mir und der Kaiserin steht. Wir alle werden gemeinsam die Monarchie und unser ruhmreiches Haus bis zum letzten Blutstropfen verteidigen. Gott ist mit uns. Zu Tisch. Am 26. Oktober 1918 entlässt Kaiser Wilhelm General Ludendorff und ernennt Wilhelm Groener zu dessen Nachfolger, um die Lage zu beruhigen. Wenn dem Volk zu zeigen, dass es gut und richtig war und ist, diese Regierung zu unterstützen und damit auch den Reichskanzler. Fritz, du musst aufpassen, dass man noch erkennt, wofür du eigentlich stehst. Ohne Ankündigung schwenkt General Ludendorff Ende Oktober 1918 plötzlich um. Der Krieg soll jetzt doch bis zum Äußersten fortgeführt werden. Die Waffenstillstandsbedingungen des US-Präsidenten sind für Ludendorff nicht hinnehmbar. Damit sabotiert der Generalstab die Friedenspolitik der Regierung Max von Baden. Rausgeworfen, tut er so, als habe er es allein mir zuliebe getan. Und verlangt umso mehr meine rückhaltlose Unterstützung. Wissen Sie,
Mein Lieber, ich glaube, die Kaiserin hetzt ihn mehr denn je gegen mich auf. Die neueste Antwort Wilsons. Diesmal lässt er keinen Zweifel mehr. Keine Friedensverhandlungen mit diesem Kaiser. Aber das kann er doch unmöglich verlangen. Max von Baden hat um einen Termin beim Kaiser nachgesucht. Es steht zu befürchten, dass er ihm die Abdankung nahelegen will. Ach, Berg, teure Freund, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie uns weiterhin zur Verfügung stehen. Dieser unsägliche Max. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Wilhelm diesem hinterlistigen Kerl erneut nachgeben wird. Ja, das fürchte ich auch. Abdankung. Hoheit, ich weiß, ich selbst habe in diese Entspannung verordnet. Und Sie glauben nicht, wie gut mir das tut. Aber Ebert ist da. Das wäre doch das Ende für mich. Dann bleibt nur, den Kaiser in Sicherheit zu bringen. Spa. Er muss zu Hindenburg. Wenn nicht bei seinen Offizieren, wo sonst wäre Wilhelm sicher? Er lässt sich nicht abwimmeln. Ach, Ebert, ja, natürlich. Ich bin sofort da. Ludendorff ist völlig wahnsinnig. Er zerstört mit seiner Willkür alles, was wir mühsam aufzubauen versuchen. Er treibt die Leute scharenweise der Revolution in die Arme. Mag sein, lieber Ebert, aber was wollen Sie von mir? Ich kann ihn nicht rausschmeißen. Hoheit, mit Verlaub, ist Ihnen bewusst, was ich persönlich eingesetzt und riskiert habe, um unser Bündnis möglich zu machen. Ich soll mich also bei seiner Majestät dafür einsetzen? Ja, was denn sonst, Prinz Max? Ludendorff muss gehen. Und am besten geht der Kaiser gleich mit. Haben Sie mit Ihrem Vetter über Wilsons Forderungen gesprochen? Ein Thronverzicht ist völlig undenkbar. Ich denke, wir werden seiner Majestät die Entlassung Ludendorffs. Durchaus. Nur bin ich nicht überzeugt, dass seine Majestät damit einverstanden sind, sein Land gerade jetzt in diesem Moment zu verlassen. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Als Zeichen der Treue und des Gehorsams werden sich unsere Söhne feierlich verpflichten, niemals an deine Stelle zu treten. Fast 17 Millionen Tote hat dieser Weltkrieg schon gefordert. Ganze Landstriche liegen in Trümmern. In den Schützengräben stirbt eine Generation junger Menschen. Das nahelegen. Ja, das werden wir. Spüren Sie denn nicht, was da auf uns zukommt, wenn Ludendorff sich durchsetzt? Ja, sicher. Ich hoffe, mein Masseur ist noch nicht gegangen. Wenn uns der Herr in diesen schwierigen Zeiten vor unüberwindbar scheinende Aufgaben... Viele Überlebende fühlen sich von ihrer Führung im Stich gelassen. Ja, natürlich. ...stellt, dann lässt er uns in seiner Weisheit nie ohne ein Licht in der Hand. Unseren festen Glauben. Denn Gott, der Herr, ist es, der jeden an seinen Platz gestellt hat, auf das er... Informieren Sie umgehend den Parteivorstand. Das darf nicht wahr sein. Der Kaiser hat heute Nacht klammheimlich das Land verlassen. Er ist in Spa. Dort unbeirrbar seine Pflicht erfülle. Treue um Treue. Gott schütze Sie. Amen.
Mein Sohn, auf ein Wort. Diese Friedensbettelei bei Wilsen und dann diese demokratische Regierung in Berlin, dass ich nicht lache. Ich will dir eins sagen. Es wird der Punkt kommen, an dem nur noch eine harte Hand die Ordnung wiederherstellen kann. Und wenn es soweit ist, dann... Und was macht Baden? Er schickt den Innenminister hinterher, um Wilhelm die Abdankung nahezulegen. Der Reichskanzler hat verdammt nochmal selber dafür zu sorgen, dass der Kaiser geht. Der Kaffee wird kalt. Weiß er denn immer noch nicht, was auf dem Spiel steht? Das Dach steht in Flammen. Das war's dann wohl mit der kaiserlichen Herrlichkeit. Damit hat er sich dann wohl selbst erledigt. Ja, und die Monarchie gleich mit. Damit kann ich leben. Hallo. Ja, die Reichskanzlei. Der Reichskanzler. Dringend. So beruhigen Sie sich doch, Ebert. Warten wir doch erst einmal ab, was der Kaiser... Nein, ich bin doch hier unersetzlich. Sie kennen doch den Ernst der Lage. Ja. Natürlich ist mir das bewusst, ja. Guten Tag. Ihr Freund Ebert meint mich wegen des Kaisers unter Druck setzen zu müssen. Soll ich mit ihm sprechen? Nein, nein. Also was gibt es? Werde ich nicht zögern, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und dann muss ich mich auf 100% auf dich verlassen können. Sie meinen einen Staatsstreich? Ja. Dann wird ausgekehrt wegen. Aber mit eisernem Besen. Wilhelm, die Welt soll wissen, was für eine großartige Familie wir geblieben sind. Trotz aller dunklen Wolken am Horizont. Ich möchte die seltene Gelegenheit, meine liebe Familie versammelt zu sehen, nutzen, um euch zu versichern, dass ich fest entschlossen bin. Denn ich habe soeben mit dem Innenminister gesprochen. Der Kaiser hat getobt und ihn vor versammelter Mannschaft zur Schnecke gemacht. Der Kaiser... Er lässt ausrichten, dass er auf keinen Fall daran denke, abzudanken. Er hat sie einen Verräter genannt und will sie zur Rechenschaft ziehen. Außerdem... Ja, was denn noch? Außerdem hat der Kaiser offen damit gedroht, mit Truppen nach Berlin zu kommen, um... allen Anfeindungen gegen unser ruhmreiches Haus entgegenzutreten. Ihr könnt darauf vertrauen, dass auch für eure Sicherheit alle nötigen Maßnahmen getroffen sind. Ich schütze euch. So wie ich erwarte und mich fest darauf verlasse, dass auch ihr in unerschütterlicher Treue zu mir und der Kaiserin steht. Hier aufzuräumen. Er will einen Putsch gegen mich. Wilhelm würde mit Gewalt gegen meine Regierung des Volksvertrauens... Ja, Majestät, natürlich. Einen Augenblick. Hoheit, ich glaube, Sie sollten. Ja. Bist du das, Max? Na, endlich. Nein, ich will gar nichts hören. Deine verlogenen Erklärungen kannst du dir sparen. Was du gerade planst, ist Hochverrat. Jawohl. Du uns gemeiner niederträchtiger Schuft, du. Du hattest doch nie etwas anderes im Sinn als unsere. Wir werden alle gemeinsam. Wir alle werden gemeinsam die Monarchie und unser ruhmreiches Haus bis zum letzten Blutstropfen verteidigen. Gott ist mit uns. Zu Tisch. Am 26. Oktober 1918 entlässt Kaiser Wilhelm General Ludendorff und ernennt Wilhelm Groener zu dessen Nachfolger, um die Lage zu beruhigen. Kaum hat der Kaiser Ludendorff rausgeworfen, tut er so, als habe er es allein mir zuliebe getan. Und verlangt umso mehr meine rückhaltlose Unterstützung. Wissen Sie,
Mein Lieber, ich glaube, die Kaiserin hetzt ihn mehr denn je gegen mich auf. Die neueste Antwort Wilsons. Diesmal lässt er keinen Zweifel mehr. Keine Friedensverhandlungen mit diesem Kaiser. Aber das kann er doch unmöglich verlangen. Max von Baden hat um einen Termin beim Kaiser nachgesucht. Es steht zu befürchten, dass er ihm die Abdankung nahelegen will. Thron zu besteigen. Aber glaube ja nicht, dass du damit durchkommst. Und glaube nicht, dass ich warte, bis die Geschichte eines Tages über dich richtet. Oh nein, dafür werden wir vorher sorgen. Der ganzen Welt werden wir die Augen öffnen über deine hundsföttischen Neigungen, damit jeder weiß, welche abscheuliche Kreatur uns zugrunde richten will. Bitte, Sie müssen mir helfen. Hubert, es gibt keine Alternativen mehr. Wenn es nicht anders geht, müssen Sie selbst nach Spa. Ich werde Sie natürlich begleiten. Wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Prinz. Max. Oh Gott, bitte. Ach, Berg, teure Freund, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie uns weiterhin zur Verfügung stehen. Dieser unsägliche Max. Es ist nicht... Arzt! Ein Arzt! Anfang November verweigern die Matrosen in Kiel einen letzten... Es ist ausgeschlossen, dass Wilhelm diesem hinterlistigen Kerl erneut nachgeben wird. Ja, das fürchte ich auch. Abdankung. Das wäre doch das Ende für mich. Dann bleibt nur, den Kaiser in Sicherheit zu bringen. Spa. Er muss zu Hindenburg. Wenn nicht bei seinen Offizieren, wo sonst wäre Wilhelm sicher? Durchaus. Nur bin ich nicht überzeugt, dass seine Majestät damit einverstanden sind, sein Land gerade jetzt in diesem Moment zu verlassen. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Als Zeichen der Treue und des Gehorsams werden sich unsere Söhne feierlich verpflichten, niemals an deine Stelle zu treten. Selbstmörderischen Kriegseinsatz. Die Meuterei weitet sich rasch zu einem Volksaufstand aus. In ganz Deutschland. Die Revolution beginnt. Hier, der Kaiser drückt mit Gewalt. Wenn das bekannt wird, steht Berlin in Flammen. Heute noch. Das war eine leere Drohung. Hindenburg wird doch dann nie mitspielen. Wir müssen uns jetzt auf Kiel konzentrieren, das ist viel wichtiger. Verstehst du denn nicht? Solange er nicht geht, wird er alles nur noch schlimmer machen. Aber wenn er abdankt, wird das erstmal die schlimmsten Brände löschen, auch in Kiel. Ich muss ihn sofort durchstellen. Unmöglich. Er ist der Reichskanzler, das Land versinkt im Chaos. Er muss durchhalten. Wenn ich ihn nicht augenblicklich in ein künstliches Koma versetze, kollabiert er uns total. Mit unabsehbaren Folgen. Wollen Sie das verantworten? Fritz, in Kiel wird geschossen. Der Reichskanzler, sofort. Wie bitte? Ja, sicher. Los. Fast 17 Millionen Tote hat dieser Weltkrieg schon gefordert. Ganze Landstriche liegen in Trümmern. In den Schützengräben stirbt eine Generation junger Menschen.
Viele Überlebende fühlen sich von ihrer Führung im Stich gelassen. Ja, natürlich. Informieren Sie umgehend den Parteivorstand. Das darf nicht wahr sein. Der Kaiser hat heute Nacht klammheimlich das Land verlassen. Er ist in Spa. Und was macht Baden? Er schickt den Innenminister hinterher, um Wilhelm die Abdankung nahezulegen. Der Reichskanzler hat verdammt nochmal selber dafür zu sorgen, dass der Kaiser geht. Der Kaffee wird kalt. Weiß er denn immer noch nicht, was auf dem Spiel steht? Das Dach steht in Flammen. Das war's dann wohl mit der kaiserlichen Herrlichkeit. Damit hat er sich dann wohl selbst erledigt. Ja, und die Monarchie gleich mit. Damit kann ich leben. Hallo. Herrn, hören Sie mir genau zu. Das darf auf keinen Fall die Runde machen. Natürlich nicht. Niemand wird davon erfahren. Ich habe es bereits als schwere Grippe deklariert. Fritz, was ist los? Was ist mit der Heeresleitung? Sie werden den Kaiser nicht fallen lassen. Sie befürchten einen Aufstand der Offiziere und den Zerfall der Armee. Und Kiel? Die aufständischen Matrosen scheinen die Oberhand zu gewinnen, Fritz. Sag mir endlich, was los ist. Der Reichskanzler hat einen totalen Zusammenbruch. Er ist nicht ansprechbar. Das Reich ist führerlos. Während die Aufständischen zur... Ja, die Reichskanzlei. Der Reichskanzler. Dringend. So beruhigen Sie sich doch, Ebert. Warten wir doch erst... ...offenen Rebellion auffordern, versucht Ebert verzweifelt, eine Eskalation zu verhindern. Einmal ab, was der Kaiser... Nein, ich bin doch hier unersetzlich. Sie kennen doch den Ernst der Lage. Ja. Natürlich ist mir das bewusst, ja. Guten Tag. Ihr Freund Ebert meint, mich wegen des Kaisers unter Druck setzen zu müssen. Soll ich mit ihm sprechen? Nein, nein. Also, was gibt es denn? Ich habe soeben mit dem Innenminister gesprochen. Der Kaiser hat getobt und ihn vor versammelter Mannschaft zur Schnecke gemacht. Der Kaiser, er lässt ausrichten, dass er auf keinen Fall daran denke, abzudanken. Er hat sie einen Verräter genannt und will sie zur Rechenschaft ziehen. Außerdem... Ja, was denn noch? Außerdem hat der Kaiser offen damit gedroht, mit Truppen nach Berlin zu kommen, um hier aufzuräumen. Er will einen Putsch gegen mich? Wilhelm würde mit Gewalt gegen meine Regierung des Volksvertrauens. Ja. Majestät. Na doch. Hoheit, offiziell muss ich mitteilen, dass meine Partei diese Regierung nur noch mittragen kann, wenn der Kaiser in den nächsten 24 Stunden abdankt. Dieses Ultimatum wird morgen veröffentlicht. Hoheit, Sie müssen die Monarchie retten. Ihnen bleibt keine andere Wahl. Treten Sie an die Stelle des Kaisers. Hoheit, wenn wir jetzt sofort gemeinsam agieren, können wir das Schlimmste noch verhindern. Der Kaiser ist politikunfähig. Also erklären Sie ihn jetzt unverzüglich für abgesetzt und ernennen Sie mich zum Reichskanzler. Die Monarchie bleibt. Aber unter einem Regenten, der den verwaisten Thron vertritt. Dafür kommen natürlich nur Sie in Frage. Ach, mein lieber Ebert, ich fühle mich mehr tot als lebendig. Das Schicksal der deutschen Monarchie liegt jetzt allein in Ihrer Hand. Retten Sie, was noch zu retten ist. Also gut, Ebert, so können wir das machen. Nur, ich bitte Sie, billigen Sie mir noch einen Tag der Genesung zu. Aber wir haben keinen Tag mehr zur Verfügung, Hoheit. Es ist 5:05. Natürlich.
Einen Augenblick. Hoheit, ich glaube, Sie sollten. Ja. Bist du das, Max? Na, endlich. Nein, ich will gar nichts hören. Deine verlogenen Erklärungen kannst du dir sparen. Was du gerade planst, ist Hochverrat. Jawohl. Du uns gemeine niederträchtiger Schuft, du. Du hattest doch nie etwas anderes im Sinn, als unseren Thron zu besteigen. Aber glaube ja nicht, dass du damit durchkommst. Und glaube nicht, dass ich warte, bis die Geschichte eines Tages über dich richtet. Oh nein, dafür werden wir vorher sorgen. Der ganzen Welt werden wir die Augen öffnen über deine hundsföttischen Neigungen, damit jeder weiß, welche abscheuliche Kreatur uns zugrunde richten will. Bitte, Sie müssen mir... Sie müssen ihn rumkriegen, koste es, was es wolle. Sonst verlassen wir die Regierung. Ich weiß. Der Wind... zerrt gewaltig am Gemüt dieser Tage, war Meister? Hier, zieren Sie sich nicht. Pastillchen. Gegen jede Art von Schnupfen. Vielen Dank, Kamerad. Was uns nicht umbringt, das macht uns nur stärker, hat mein Leutnant immer gesagt. Nietzsche. Was? Lassen Sie auf sich auf. Ja, Sie aber auch, das wird ein heißer Tanz. Herr Ebert. Bist du wahnsinnig, Fritz? Warum machst du das mit? Morgen ist halb Berlin auf der Straße. Vergiss endlich deinen Britzen. Helfen. Hoheit, es gibt keine Alternativen mehr. Wenn es nicht anders geht, müssen Sie selbst nach Spa. Ich werde Sie natürlich begleiten. Wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Prinz. Max. Oh Gott, bitte! Ein Arzt! Ein Arzt! Anfang November verweigern die Matrosen in Kiel einen letzten selbstmörderischen Kriegseinsatz. Die Meuterei weitet sich rasch zu einem Volksaufstand aus. In ganz Deutschland. Die Revolution beginnt. Hier, der Kaiser droht mit Gewalt. Wenn das bekannt wird, steht Berlin in Flammen. Heute noch. Das war eine leere Drohung. Hindenburg wird doch da nie mitspielen. Wir müssen uns jetzt auf... Jetzt heißt es, sich an die Spitze der Bewegung stellen. Sicher, das werden wir tun. Aber wir werden trotzdem nicht den Kopf verlieren. Noch ist nicht alles verloren. Kiel konzentrieren, das ist viel wichtiger. Verstehst du denn nicht? Solange er nicht geht, wird er alles nur noch schlimmer machen. Aber wenn er abdankt, wird das erstmal die schlimmsten Brände löschen, auch in Kiel. Ich muss ihn sofort durchstellen. Unmöglich. Er ist der Reichskanzler. Das Land versinkt im Chaos. Er muss durchhalten. Wenn ich ihn nicht augenblicklich in ein künstliches Koma versetze, kollabiert er uns total. Mit unabsehbaren Folgen. Wollen Sie das verantworten?
Schieße! Fritz, in Kiel wird geschossen. Den Reichskanzler, sofort. Wie bitte? Ja, sicher. Ja. Selbstverständlich. Die oberste Heeresleitung in Spa. General Gröner. Hahn, hören Sie mir genau zu. Das darf auf keinen Fall die Runde machen. Natürlich nicht. Niemand wird davon erfahren. Ich habe es bereits als schwere Grippe deklariert. Hoheit, Zehntausende Demonstranten sind auf dem Weg hierhin. Es werden minütlich mehr. Im ganzen Land haben sich die Truppen und den Arbeiterräten ver... Fritz, was ist los? Was ist mit der Heeresleitung? Sie werden den Kaiser nicht fallen lassen. Sie befürchten einen Aufstand der Offiziere und den Zerfall der Armee. Und Kiel? Die aufständischen Matrosen scheinen die Oberhand zu gewinnen, Fritz. Sag mir endlich, was los ist. Der Reichskanzler hat einen totalen Zusammenbruch. Er ist nicht ansprechbar. Das Reich ist führerlos. Während die Aufständischen zur... Verbündet, die Polizei ist entwaffnet worden. Uns bleibt keine Zeit. Gröner? Ja. Nein, 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 was soll das heißen? Die Abdankung wird vorbereitet. Das Einzige, was uns allen noch helfen kann, sind jetzt Fakten. Nein, wir können nicht warten, bis Sie die Lage in Spa geklärt haben. Wollen Sie, dass hier der Bürgerkrieg ausbricht? Dass Blut fließt? Dass es zur sozialistischen Republik kommt? Tut mir leid, da mache ich nicht mit. Ja. Melden Sie mir bitte sofort, wenn der Kaiser unterschrieben hat. Und machen Sie schnell, bitte. Bravo. Hahn, setzen Sie die Verlautbarung auf. Der Kaiser hat abgedankt, Ebert neuer Reichskanzler, Ersatzkaiser und so weiter. Sie wissen schon, unterm Raus damit an alle Stellen. Natürlich, sofort. Hoheit. Und ich rufe Ebert an. Offenen Rebellion auffordern, versucht Ebert verzweifelt, eine Eskalation zu verhindern. Offiziell muss ich mitteilen, dass meine Partei diese Regierung nur noch mittragen kann, wenn der Kaiser in den nächsten 24 Stunden abdankt. Dieses Ultimatum wird morgen veröffentlicht. Hoheit, Sie müssen die Monarchie retten. Ihnen bleibt keine andere Wahl. Treten Sie an die Stelle des Kaisers. Hoheit, wenn wir jetzt sofort gemeinsam agieren, können wir das Schlimmste noch verhindern. Der Kaiser ist politikunfähig. Also erklären Sie ihn jetzt unverzüglich für abgesetzt und ernennen Sie mich zum Reichskanzler. Die Monarchie bleibt. Aber unter einem Regenten, der den verwaisten Thron vertritt. Dafür kommen natürlich nur Sie in Frage. Ach, mein lieber Ebert, ich fühle mich mehr tot als lebendig. Das Schicksal der deutschen Monarchie liegt jetzt allein in Ihnen. Ruhe! Genoss! Der Kaiser hat abgedankt! Ruhe, Genoss! Jetzt heißt es kühlen Kopf bewahren! Ich gehe jetzt sofort in die Reichskanzlei! Wir übernehmen die Regierung! Ja!
Sie wünschen? Ihre Hand. Retten Sie, was noch zu retten ist. Also gut, Ebert. So können wir das machen. Nur, ich bitte Sie, billigen Sie mir noch einen Tag der Genesung zu. Aber wir haben keinen Tag mehr zur Verfügung, Hoheit. Es ist 11:05. Sie müssen ihn rumkriegen, koste es, was es wolle. Sonst verlassen wir die Regierung. Der Wind zerrt gewaltig am Gemüt dieser Tage, wa, Meister? Hier, zieren Sie sich nicht. Pastillchen. Gegen jede Art von Schnuppen. Vielen Dank, Kamerad. Was uns nicht umbringt, das macht uns nur stärker, hat mein Leutnant immer gesagt. Nietzsche. Was? Lassen Sie auf sich auf. Ja, Sie aber auch, das wird ein heißer Tanz. Herr Ebert. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich zu Ihrem Schutz abkommandiert bin. Niemand hat etwas zu befürchten. Ich danke Ihnen. Er hat was getan? Der Reichskanzler Prinz Max von Baden hat Euer Majestät Abdankung verkünden lassen. Also doch. Der hat das gewagt. Ich muss nach Berlin. Ich habe Vorkehrungen getroffen. Die Verräter werden... ...24 Stunden. Bist du wahnsinnig, Fritz? Warum machst du das mit? Morgen ist halb Berlin auf der Straße. Vergiss endlich deinen Prinzen. Jetzt heißt es, sich an die Spitze der Bewegung stellen. Sicher, das werden wir tun. Aber wir werden trotzdem... Allesamt hängen! Majestät. Generalfeldmarschall Hindenburg hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Heeresleitung Sie bei solch einem Unternehmen nicht unterstützen kann. Was erlauben Sie sich? Ich befehle Ihnen, die Heeresleitung sofort zu... Die Heeresleitung wird keinen Bürgerkrieg riskieren, wurde mir mitgeteilt. Außerdem gibt es für eine solche Aktion gar keine verlässlichen Truppen mehr. Der Feldmarschall schlägt vor, dass Majestät sich schnellstmöglichst in Sicherheit bringen. In Sicherheit? Nicht den Kopf verlieren. Noch ist nicht alles verloren. Was erzählen Sie denn da für einen Quatsch? Ich bleibe auf meinem Posten bis zum letzten Atemzug. Warte, meine Familie. Ich muss nach Potsdam. Meine Frau und meine Kinder. Soweit ich informiert bin, sind Sie wohlauf und in Sicherheit. Majestät, die Königin der Niederlande wäre bereit, Asyl zu gewähren. Niederlande? Was soll ich denn in den Niederlanden? Das wäre ja... Ach so. So ist das also. Tja, dann... Dann ist das Hundeleben vorbei.
oder? Ich bin nicht feige. Aber ich will mich hier auch nicht hops nehmen lassen. Verstanden? Jawohl. Selbstverständlich. Die oberste Heeresleitung in Spa, General Gröner. Hoheit, Zehntausende Demonstranten sind auf dem Weg hierhin. Es werden minütlich mehr. Im ganzen Land haben sich die Truppen und den Arbeiterräten ver... Volk ist eine Schweinebande. Da wir die Macht nicht mehr in Händen haben, so schlage ich vor. Verbündet, die Polizei ist entwaffnet worden. Uns bleibt keine Zeit. Gröner? Ja. Nein, 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 was soll das heißen? Die Abdankung wird vorbereitet. Das Einzige, was uns allen noch helfen kann, sind jetzt Fakten. Nein, wir können nicht warten, bis Sie die Lage in Spa geklärt haben. Wollen Sie, dass hier der Bürgerkrieg ausbricht, das Blut fließt, dass es zur sozialistischen Republik kommt? Tut mir leid, da mache ich nicht mit. Ja, melden Sie mir bitte sofort, wenn der Kaiser unterschrieben hat. Und machen Sie schnell, bitte. Bravo. Hamm. Setzen Sie die Verlautbarung auf. Der Kaiser hat abgedankt, Ebert neuer Reichskanzler, Ersatzkaiser und so weiter. Sie wissen schon, und dann raus damit an alle Stellen. Natürlich, sofort. Hoheit. Und ich rufe Ebert an. Dass der Abgeordnete Ebert den Posten des Reichskanzlers annimmt. Da der Kaiser nun abgedankt hat und es noch keinen Regenten gibt, bleibt wohl nichts anderes übrig, als dass der amtierende Kanzler das Amt dem neuen Formlos übergibt. Es ist ein schweres Amt, aber ich werde es übernehmen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Ebert. Danke, Hoheit. Wir haben ja wohl noch einiges zu besprechen. Aber zunächst würde ich gerne ein paar dringende Maßnahmen in die Wege leiten. Selbstverständlich Ihr Reich. Auf unserem Beamtenapparat können Sie sich verlassen. Verhindern Sie, dass er zerschlagen wird. Ich möchte so schnell als nur möglich einen Überblick über die Lage in der Stadt haben und einen Appell unter das Volk bringen als neuer Reichskanzler. Also, an die Arbeit! Jawohl! Herr Scheidemann? Mensch! Frau Ebert! Wo ist Fritz? Ihr Mann ist Reichskanzler! Wir haben es geschafft. Ich muss zum Reichstag. Da sollen bereits Tausende von Menschen stehen. Jetzt hat unsere Stunde geschlagen, Frau Ebert. Der Kaiser hat abgedankt! Ruhe, Genossen! Jetzt heißt es kühlen Kopf bewahren! Ich gehe jetzt sofort in die Reichskanzlei! Wir übernehmen die Regierung! Ja. Es lebe die soziale Republik! Thank you.
Sie wünschen. Scheidemann hat vor dem Reichstag die Republik ausgerufen. Es lebe die Republik! Ja! Schluss mit dem Unfug, aber sofort. Nichts ist entschieden, gar nichts. So fangen wir doch gar nicht erst an. Wir Sozialisten sind vor allem Demokraten, deshalb werden nicht wir, sondern eine Nationalversammlung wird darüber entscheiden, wie dieser Staat in Zukunft aussehen wird. Demokratisch und nicht durch Geschrei auf der Straße. Bis dahin verbitte ich mir diesen Unfug. Und jetzt an die Arbeit. Alles muss weg, nicht nur der Kaiser! Alles muss weg, nicht nur der Kaiser! Wo ist Prinz Max? Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich zu Ihrem Schutz abkommandiert bin. Niemand hat etwas zu befürchten. Demokratische Republik, Rote Räte, Diktatur oder parlamentarische Monarchie. Noch ist alles offen. Ich danke Ihnen. Er hat was getan? Der Reichskanzler Prinz Max von Baden hat Euer Majestät Abdankung verkünden lassen. Also doch. Der hat das gewagt. Ich muss nach Berlin. Ich habe Vorkehrungen getroffen. Die Verräter werden ab. Hoheit, was geht hier vor? Ach, Ebert. Hoheit, es ist Zeit für den letzten Schritt. Allesamt hängen! Majestät. Generalfeldmarschall Hindenburg hat mich beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Heeresleitung Sie bei solch einem Unternehmen nicht unterstützen kann. Was erlauben Sie sich? Ich befehle Ihnen, die Heeresleitung sofort zu informieren. Die Heeresleitung wird keinen Bürgerkrieg riskieren, wurde mir mitgeteilt. Außerdem gibt es für eine solche Aktion gar keine verlässlichen Truppen mehr. Der Feldmarschall schlägt vor, dass Majestät sich schnellstmöglichst in Sicherheit bringen. In Sicherheit? Was? Sie müssen jetzt endlich erklären, dass Sie die Verantwortung für den Thron übernehmen. Er hat mich als Hundsfott und Verräter beschimpft. Wer? Ja, der Kaiser. Vor wenigen Minuten. Es gibt... Bring, was erzählen Sie denn da für einen Quatsch? Ich bleib auf meinem Posten bis zum letzten Atemzug. War meine Familie. Mit keinem Kaiser mehr. Doch die Monarchie, die können wir immer noch erhalten. Das ist jetzt Ihre Stunde. Bitte tun Sie es für unser Vaterland. Deswegen sind Sie nach Berlin gekommen. Ach, Ebert, Sie verstehen das nicht. Er hat mir die totale Vernichtung angedroht, falls ich die Regentschaft antrete. Ja, das waren seine Worte. Totale Vernichtung. Nein, ich muss weg von hier. Nur noch weg. Wenn Sie jetzt gehen, dann werden Sie nicht nur die Monarchie unwiderruflich beerdigen. Nein, Sie werden einem tief zerrissenen Volk den letzten Halt nehmen. Und Ihrer unwürdig ist dieses Weglaufen. Außerdem. Ich habe keine Wahl. Ich muss nach Potsdam. Meine Frau und meine Kinder. Soweit ich informiert bin, sind Sie wohlauf und in Sicherheit. Majestät, die Königin der Niederlande wäre bereit, Asyl zu gewähren. Niederlande? Was soll ich denn in den Niederlanden? Das wäre ja... Ach so. So ist es also. Tja, dann ist das Hundeleben vorbei.
oder? Ich bin nicht feige. Aber ich will mich hier auch nicht hops nehmen lassen. Verstanden? Jawohl. Seiner Schweinebande. Da wir die Macht nicht mehr in Händen haben, so schlage ich vor. Na dann, gute Reise. Es lebe die Republik. Fritz, endlich. In der Reichskanzlei haben sie mir gesagt, dass ich dich hier finde. Reichskanzler? Ja? Kein Grund zum Feiern? Naja, wie man es nimmt. Mein Vorgänger jedenfalls hat sich soeben aus der Geschichte verabschiedet. Einfach abgehauen. Du hattest immer recht. Er war wohl nicht der Richtige. Mein Prinz. Ich bin so stolz auf dich, Fritz. Und ich weiß, wenn einer es schafft, dann bist du es. Ja, dann wird es eben ohne diese Leute gehen müssen. Ja, das wird es. Sie werden gebraucht, Exzellenz. Pass auf dich auf, Fritz. Dass der Abgeordnete Ebert den Posten des Reichskanzlers annimmt, da der Kaiser nun abgedankt hat und es noch keinen Regenten gibt, bleibt wohl nichts anderes. Übrig, als dass der amtierende Kanzler das Amt dem neuen formlos übergibt. Es ist ein schweres Amt, aber ich werde es übernehmen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Ebert. Danke, Hoheit. Wir haben ja wohl noch einiges zu besprechen. Aber zunächst würde ich gerne ein paar dringende Maßnahmen in die Wege leiten. Selbstverständlich Ihr Reich. Auf unserem Beamtenapparat können Sie sich verlassen. Verhindern Sie, dass er zerschlagen wird. Ich möchte so schnell als nur möglich einen Überblick über die Lage in der Stadt haben. Und einen Appell unter das Volk bringen als neuer Reichskanzler. Also, an die Arbeit! Jawohl! Sehr gut. Herr Scheidemann? Mensch! Frau Ebert! Wo ist Fritz? Ihr Mann ist Reichskanzler! Wir haben es geschafft! Ich muss zum Reichstag, da sollen bereits Tausende von Menschen stehen! Jetzt hat uns... Am 11. Februar 1919 wird Friedrich Ebert Präsident des ersten demokratischen Staates in Deutschland, der Weimarer Republik. Eine Zeitenwende, die Hoffnungen weckt, aber auch fanatische Feinde der Demokratie auf den Plan ruft. Denn von Anfang an formieren sich die Gegner der Republik und spalten das Land. Der ersten deutschen Demokratie stehen dramatische Zeiten bevor.